Einen schönen guten Abend hier im Karlsruher Bahnhof, unweit oder in der schönen Heidelberger Altstadt, aber unweit des Sperrzeitgebiets, um das es heute geht. Seit Jahrzehnten wird in der Heidelberger Altstadt über Lärm, Kneipenöffnungszeiten und Ordnungsstörungen wie wildes Urinieren diskutiert. Allein in den letzten Jahren wurden die Sperrzeiten viermal festgesetzt, einmal als es liberalisiert worden ist, hat man die alte Landesregelung behalten von 2 Uhr werktags und dann 3 Uhr am Wochenende. Danach gab es dann Klagen gegen diese Sperrzeitsatzung. Es wurde dann die Landesregelung vom Gemeinderat durchgesetzt von 3 Uhr werktags und dann 5 Uhr am Wochenende. Dann auf 2 Uhr werktags mit Ausnahme des berühmten studentischen Donnerstags, die Nacht von Donnerstag auf Freitag 4 Uhr und am Wochenende auch um 4 Uhr. Diese Sperrzeitsatzung wurde letztes Jahr vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg gekippt. Aktuell haben wir Sperrzeiten von 1 Uhr werktags am studentischen Donnerstag, 3 Uhr und 4 Uhr am Wochenende. Ich habe es ja schon erwähnt, seit 2010 klagen auch verschiedene Anwohner gegen diese Kneipenöffnungszeiten, die in ihren Augen zu liberal sind. Anlass für unser heutiges Treffen ist aber ganz konkret ein aktuelles Urteil des Verwaltungsgerichts. Also Verwaltungsgerichtshof ist ja die übergeordnete Instanz, das war das Urteil letztes Jahr. Jetzt versucht ein Anwohner, konkrete Sperrzeiten festsetzen zu lassen und das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat ihm stattgegeben und beauftragt nun den Gemeinderat, ohne Ermessensspielraum Sperrzeiten festzusetzen von Mitternacht werktags und am Wochenende 2.30 Uhr. Begründet wird dies vor allem mit hohen Lärmwerten. Die Richtwerte von 45 Dezibel nach 22 Uhr werden bei weitem übertroffen. Die Gesundheit der Anwohner sei gefährdet, mindestens 6 Stunden Schlaf seien erforderlich. Am nächsten Donnerstag jetzt entscheidet der Gemeinderat, ob er gegen das Urteil in Berufung gehen möchte. Über diese Entscheidung möchten wir heute eine kleine Entscheidungshilfe geben. Wir möchten beleuchten, wie die Situation heute ist, was die Beteiligten von der Umsetzung des Urteils erhoffen oder befürchten, aber vor allem, wie sie künftig mit den Themen Lärm und Kneipenöffnungszeiten umgehen wollen. Schön wäre es, wenn die Beteiligten für die Argumente der anderen etwas Verständnis zeigen würden und offen sind. Denn sowohl für die Anwohner als auch die Wirte geht es in diesem Streit um existenzielle Fragen. Uns geht es nicht heute Abend um die historische Aufarbeitung dieses langen Streites, wie es so weit kommen konnte, sondern um einen Blick in die Zukunft und die Frage, ob vielleicht doch noch ein Interessensausgleich möglich ist. Mein Name ist Holger Buchwald. Ich arbeite seit Januar 2001 in der Rhein-Neckar Zeitung und fast genauso lange schreibe ich schon über dieses Thema, seit 2003. Mit uns diskutieren Christoph Egerding-Krüger von der Bürgerinitiative Leben in der Altstadt, die Initiative, die auch die klagenden Anwohner moralisch zumindest unterstützt, Dr. Karin Werner-Jensen, Vorsitzende des Stadtteilvereins Alt-Heidelberg, langjährige SPD-Stadträtin und, wie sie sagt, an ihrem Küchentisch sei Linda gegründet worden, Bürgermeister Wolfgang Erichsson, Melanie von Götz, Geschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes und ganz zu meiner Linken Daniel Wilson, der gleich 3 Lokale im Geltungsbereich der Sperrzeitsatzung betreibt. Vor allem aber sollen Sie, liebe Gäste, auch zu Wort kommen, da wird es mehrere Runden geben, in denen Sie Ihre Anmerkungen und Fragen loswerden dürfen. Für die Diskussion wollen wir uns 90 Minuten Zeit nehmen. Das wird sportlich, ich weiß es. Darum fände ich es toll, wenn wir keine Debatte darüber führen, was in den letzten 10 Jahren schiefgelaufen ist. Ich habe es schon mal erwähnt. Und auch nicht darüber, wer schuld an der Misere ist. Außerdem würde ich vorschlagen, dass wir uns auf einen Grundkonsens einigen. Sowohl die Anwohner als auch die Wirte und ihre Besucher haben ein berechtigtes Interesse, in der Altstadt zu sein. Sie beide sind wichtig für eine lebendige und lebenswerte Altstadt. Und deswegen vielleicht wären solche Argumente wie, wer neben einen Kirchturm zieht, muss sich über Glockengeläut nicht beschweren oder die Wirte sind ja sowieso nur auf ihren Profit aus, weniger hilfreich. Gut, bevor wir jetzt mal loslegen, würde mich mal interessieren, wie es hier im Publikum denn aussieht.
mal kurz, einfach nur so für einen Überblick, man sieht von hier vorne nicht so gut, mal Hand hoch, wer wohnt in der Altstadt? Okay. Gut, und wer geht dort gerne regelmäßig nachts aus? Okay. Es hält sich die Waage. Gut, genug der Vorrede, jetzt sind Sie dran. Herr Egerding-Krüger, mir geht es jetzt erstmal um die Situation, wie wir heute die Situation in der Altstadt wahrnehmen, und das möchte ich mal beleuchten. Herr Egerding-Krüger, wie nehmen Sie derzeit die Situation in der Altstadt wahr, und hat es sich in den letzten paar Jahren, jetzt insbesondere seit dem aktuellen Rechtsstreit, geändert? Herr Buchwald, zunächst mal herzlichen Dank dafür, dass Sie RNZ die Initiative ergreift, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Das finde ich schon mal sehr gut. Wir haben eine lange Phase der Sprachlosigkeit und des Gegeneinander-Argumentierens hinter uns, und ich finde es sehr gut, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Ihre Frage: Die Situation in der Altstadt hat sich in den letzten Jahren aus unserer Sicht, ich wiederhole, aus unserer Sicht, sehr verändert, und zwar zum Negativen. Wir müssen feststellen, dass Sperrzeiten, Vereinbarungen, Regelungen schlicht und ergreifend nicht angenommen, wahrgenommen, kontrolliert werden. Ich will es konkret festmachen, das hat übrigens nicht nur was mit den Kneipenöffnungszeiten zu tun, das hat was generell mit der Stadt, mit der Altstadt zu tun. Ich spreche nur einige wenige Punkte an: die Verkehrs- und Parksituation, die Situation mit den Kreuzfahrtschiffen, die Situation mit den Tagestouristen, die ein- und ausfallen. Also aus unserer Sicht, aus der Sicht der Anwohner, ich wohne seit 81 in der Altstadt, also schon eine erhebliche Zeit, kann sagen, dass aus unserer Sicht die Situation sich sehr, sehr verändert hat. Und ich wäre sehr froh, wenn wir eine Lösung finden würden, die es uns allen ermöglicht, hier miteinander in Frieden und in Eintracht zu leben. Ich bin aber sehr skeptisch nach allem, was ich erfahren habe. Meine Frage ging jetzt aber hier jetzt besonders um das Thema Kneipenöffnungszeiten und Sperrzeiten deswegen und nächtlichen Lärm vor allem. Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo die Anwohner Bettlaken ja rausgehängt haben, wir wollen in Ruhe schlafen und Ähnliches stand dort drauf. Ist es immer noch so dramatisch wie zu dieser Zeit, oder ist es vielleicht noch etwas besser geworden? Nein. Es ist deutlich schlimmer geworden. Ich hatte eigentlich gedacht, ich bringe Ihnen einfach mal ein Tonbeispiel mit von gestern Abend. Das wäre vielleicht mal interessant gewesen, damit Sie wahrnehmen, um was es dort eigentlich geht. Es gibt natürlich Spitzenzeiten, so ich sage im Frühjahr, im Frühsommer, im Sommer und auch im Spätsommer. Da ist es extrem. Da kommt man wirklich nicht mehr zur Ruhe. Also ich bin berufstätig, ich stehe morgens um 5 Uhr auf. Und ich finde es äußerst schwierig, wenn um nachts um 3, um halb 4 eine erhebliche Lärmbelastung stattfindet, und das beeinträchtigt unser Wohlbefinden in der Altstadt. Die Frage: Es ist deutlich schlimmer geworden in den letzten Jahren. Ich möchte es übrigens auch nicht einseitig der Gastronomie zuschieben, um Gottes Willen. Es ist eine Vielzahl von Faktoren, die da eine Rolle spielen. Frau Werner Jensen, sehen Sie das ähnlich? Ja, erstmal schönen Dank, auch sozusagen als Prolog, dass Sie nochmal zu diesem Gespräch aufrufen. Wir haben ja in der Vergangenheit schon mehrere Gespräche in den letzten 20 Jahren gemacht, mit den Wirten, mit der Stadt Heidelberg, schon bevor Herr Eriksson da war, auch mit den Kneipenwirten. Also wir haben schon viel miteinander gesprochen. Und noch ein Wort sozusagen zum Prolog. Wir wohnen jetzt im 31. Jahr hier. Wir sind eine der vielen kinderreichen Familien, die damals als junge Leute hergezogen sind. Mit nicht so viel Geld, mit sehr viel Einsatz für die Häuser, die wir dann saniert haben, und mit Hilfe von Geldern, die von der Kommune kamen und vom Land, vom Bund. Und es sind Familien angesiedelt worden, mit Schwerpunkt hier die Altstadt wieder bewohnbar zu machen, denn die war damals ziemlich runtergekommen. Und wenn die Familien hier nicht mehr wohnen können, dann könnte das auch wieder eintreffen. Da müssen wir uns drüber im Klaren sein. Noch dazu, wo wir jetzt überall Onlinehandel und so weiter haben, wenn dann Geschäfte verschwinden oder so weiter, könnte die Stadt auch veröden. Ich wollte aber noch was anderes vorweg sagen. Vor 31 Jahren haben wir auch Herrn Zundel kennengelernt, der leider ja schon verstorben ist. Und der hat mir damals ein Buch geschenkt, das heißt das Harvard-Konzept. Und in diesem Harvard-Konzept, er lacht, er kennt es, wird sehr schön die Person von der Sache getrennt. Das fand ich immer sehr schön. Sie merken, wir haben menschlich ein sehr gutes Verhältnis. Wir sind Nachbarn, wir sind völlig verschiedener, auf verschiedenen Interessenebenen, aber wir gehen, glaube ich, gut miteinander um. Herr Stendel ist auch irgendwo.
und wir mögen uns. Das ist die menschliche Seite, auch wenn wir in der Sache unterschiedlicher Art sind. Und das, denke ich, wollen wir auch weiter behalten. Zum Verein Altheidelberg, was wir suchen, ist ein Ausgleich der Interessen. Uns ist sehr wohl klar, dass die Stadt auch von Wirten lebt und auch von Kneipenöffnungszeiten und auch von Kneipen lebt und die Öffnungszeiten da sein müssen. Aber das Interesse der Leute, die hier leben, Sie haben es eben schon gesagt, Sie stehen um 5 auf, ich stehe nicht um 5 auf, aber um 7, dieses mitten gestört werden, auch von meinen Nachbarn natürlich Melz, die Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag schwerpunktmäßig geöffnet haben, mit jungen Leuten, auch wenn die sich bemühen, die haben Türsteher und alles. Aber das ändert nichts, dass dann, wenn die Kneipen geleert werden, nochmal ein erheblicher Lärm entsteht und Leute da zum Teil rauskommen. Da sind diese Leute, die hier sitzen, vermutlich gar nicht dabei, sondern es kommen viele Leute aus dem Umland, die einfach keinerlei Benehmen haben, grölen, nochmal schreien und wenn sie um 3, 4 nochmal geweckt werden, ist die Nacht gelaufen. Und das können wir uns nicht mehr leisten, da werden wir krank. Herr Wilson, als Nachbar, sehen Sie das ähnlich? Vielen Dank auch erstmal von meiner Seite, dass Sie uns die Möglichkeit geben, uns hier nochmal auszutauschen. Die Wirte haben ja viel getan, das weiß ich, die Wirte haben schon einiges auch investiert, um die Situation etwas geringer zu machen. Aus Ihrer Sicht fruchtet das mit den ganzen Türstehern, es werden Lärmpegel eingesetzt, es der Schallschutz wurde verbessert, all diese Dinge, hat das gefruchtet? Ich denke, dass in dem Rahmen, der uns gegeben ist, das funktioniert hat. Also ich denke, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Unser Ordnungspersonal kann in dem Geltungsbereich, in dem er einwirken darf, einwirken kann, dafür Sorge tragen, dass eine gewisse Ruhe direkt unmittelbar vor der Tür ist. Aber alles, was 5 Meter weiter weg geht, ist eigentlich öffentlicher Raum. Und dort sind uns halt die Hände gebunden. Wir befinden uns nach wie vor im Dialog mit der Stadt und auch den Anwohnern und versuchen natürlich daran, wenn es irgendwo Probleme gibt, darauf einzuwirken. Ich habe jetzt eben gerade rausgehört, gestern Abend war wieder ein Abend, wo es extrem war. Man darf nicht vergessen, es sind jetzt gerade erst die Wochen. Also das ist nicht repräsentativ für ein gesamtes Jahr. Da muss die Stadt auch irgendwo ein Auge drauf haben. Was uns jetzt gestern Abend zum Beispiel aufgefallen ist, wir hatten geöffnet und es kam auch zu Problemen im öffentlichen Raum, also nicht in unserem Laden, sondern wirklich dort, wo sich die Leute im öffentlichen Raum aufhalten. Und da war leider Gottes gestern vom KOD nichts zu sehen. Also der KOD ist ja eigentlich dafür eingesetzt, gerade an Abenden, wenn im öffentlichen Raum Lärm entsteht, dem entgegenzuwirken. Und gerade kommunaler Ordnungsdienst. Bitte. Und da würden wir uns in den Momenten Unterstützung wünschen und nicht dem Eindruck unterliegen, dass wir mehr oder weniger nur gegängelt und gemaßregelt werden. Weil bisher war es dann oft so, dass Schlag 1 kommt an der KOD rein und sagt so, da hinten stehen noch 2 Leute, die haben ein Getränk in der Hand, 1 Uhr ist Sperrstunde, raus, es wird aufgeschrieben. Also hier in diesen Punkten werden wir gegängelt, aber wenn es darum geht, miteinander zu arbeiten, die Situation im öffentlichen Raum irgendwo zu beruhigen, da fühlt man sich dann irgendwo ein bisschen im Stich gelassen. Und es mag mitunter sein, dass eben der KOD dort zu wenig Kapazitäten hat, gerade an den Abenden, wo es entscheidend ist, dass dann wegen Urlaubszeiten oder Krankheit oder wegen der Arbeitszeiten, die eingehalten werden müssen, zu wenig Personal da ist. Und da würden wir uns eigentlich wünschen, dass dort ein bisschen mehr Unterstützung für uns und für die Anwohner da ist, dass eben im öffentlichen Raum mehr beruhigt werden kann. Also es waren auch schon Streetworker angesprochen worden und da wurde von Seiten des Amtes gesagt, Streetworker sind hier in diesem Fall die falschen Personen, weil die eben mit Drogen und sonstigen Sachen zu tun haben. Wenn Sie jetzt aber mal nach München zum Beispiel schauen. Ja, zu den Lösungsvorschlägen würden wir gerne nachher noch kommen. Jetzt wirklich nur jetzt mal nur auf gestern oder auf wie momentan die Situation. Die Situation, wie wir sie wahrnehmen, generell aufs Jahr bezogen, hat sich deutlich beruhigt. Die Schwerpunktzeiten, wie jetzt, wenn Studenten frisch in die Stadt kommen, das wissen wir alle, dann gehen die auf Kneipentour, dann kommen die Fachschaften und sagen, wir zeigen euch jetzt mal
wo es rund geht, dann gehen die Altstadt rein. Das hält dann über 3-4 Wochen an, bis die ersten Vorlesungen kommen, bis die ersten Prüfungen kommen und dann ist von denen nicht mehr so viel zu sehen. Das hat sich dramatisch geändert, einfach auch schon deswegen, weil das System der Universität sich geändert hat. Seit der Bachelorstudiengang da ist, ist es viel verschulter, als es noch vor 7-8 Jahren war. Da konnten sie am Freitagmorgen sagen, ach, die Vorlesung ist mir heute wurscht, ich bleibe im Bett liegen und kipp mir einen hinter die Binde am Donnerstagabend. Das ist heute nicht mehr der Fall. Ja? Haben Sie ähnliche Rückmeldungen aus Ihren Mitgliedsbetrieben, Frau von Gertz? Denken Sie auch, die Situation hat sich eher entspannt, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, und dass man sich vielleicht mehr Unterstützung vom KOD, dem Kommunalen Ordnungsdienst, wünschen würde? Also diese Rückmeldung kriege ich tatsächlich sehr, sehr häufig und ich würde auch sagen von allen Betrieben, mit denen ich so im Kontakt bin. Insgesamt, denke ich, muss man vor allen Dingen mal festhalten, dass die Wirte selbst eigentlich, ich sag mal, in Anführungszeichen keinen Lärm mehr imitieren. Also da hat sich aus meiner Sicht in den letzten Jahren ganz erheblich was getan. Alle Betriebe, mit denen ich in Kontakt stehe, haben investiert in Lärmschutzmaßnahmen. Also aus den Betrieben raus dringt aus meiner Wahrnehmung deutlich weniger Lärm. Die Musikanlagen sind gepegelt, die Mitarbeiter sind extrem gut geschult zu gucken, wenn das Fenster auf ist, muss die Musik leise sein, wenn ich das Fenster zumache, kann ich wieder raufdrehen und so weiter. Also aus den Betrieben selbst entsteht das Lärmproblem nicht. Es sind ja auch die Feststellungen, die in dem Gutachten drin sind. Es ist der Transferverkehr auf der Straße, auf den die Betriebe nur gering oder nur teilweise Einfluss haben. Und insofern würde ich sagen, ja, es hat sich was verändert. Innerhalb der gastronomischen Betriebe ist es zumindest, oder von dort aus dringt sehr viel weniger Geräusch nach außen als noch vor 10 Jahren, als ich den Job mal angefangen habe. Wie es auf der Straße ist, da kriege ich auch Rückmeldungen von meinen Mitgliedsbetrieben, dass es in den letzten Jahren teilweise doch wieder rückläufig ist, dass die Tage eben Einzeltage sind oder so Einzelwochen, wo dann natürlich mal viel los ist, dass es immer leise ist. In der Altstadt kann niemand behaupten, das werde ich auch nicht tun, aber dass insgesamt übers Jahr gesehen die Situation schon deutlich schlimmer war einige Jahre vorher. Okay, dann wollen wir mal schauen. Ich habe den Herrn Erichsson gefragt, ob er mir ein paar Zahlen mitbringen kann, wie sich zum Beispiel das Beschwerdeaufkommen bei der Stadt Heidelberg geändert hat. Können Sie mir mal sagen, wie hat sich so die Beschwerdesituation jetzt aktuell entwickelt? Also zunächst mal möchte ich eine Vorbemerkung machen. Ich wusste, als ich hierher kam, dass der gemeinsame Nenner sein wird, die Stadt ist schuld. Es geht hier gleich wieder los von den Wirten. Der KOD ist nicht da, die gängeln uns nur, die machen ihre Arbeit nicht. Das kann ich einfach nicht mehr hören. Die Stadt hat inzwischen, das sollten Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 24 Mitarbeiter im Kommunalen Ordnungsdienst und die sind für die gesamte Stadt zuständig, auch für die Altstadt und die sind in der Altstadt. Wenn Sie es aber mit 200, 300, 400 Leuten im öffentlichen Raum zu tun haben, dann frage ich mich, was 6 KODler dann dort leisten und machen sollen. Das heißt, dieses ständige Bashen auf der Stadt hilft niemandem weiter. Und es ist also meiner Meinung nach, nee, Herr Buchwald, ich sage jetzt hier meine Meinung und das werden Sie auch ertragen müssen. Dieses ständige Bashen, das ständige Bashen der Stadt hilft hier niemandem weiter. Diese 24 Mitarbeiter sind da und die machen ihren Job. Aber das Verhalten hat sich dahingehend geändert und das ist der Unterschied zu früher, dass das Verhalten im öffentlichen Raum sich stark gewandelt hat, weil wir es mit einer Klientel zu tun haben. Jetzt reden wir über die Erstsemester, wir reden aber auch über die normale Klientel, die, wenn sie am Ende der Sperrzeit auf die Straße kommt, hackevoll ist und sich dann im öffentlichen Raum entsprechend verhalten und benehmen. Und das hat natürlich auch was damit zu tun. Und ich habe mir die Zahlen natürlich geben lassen. Und der KOD war zum Beispiel alleine im ersten Halbjahr in 1619 Einsätzen unterwegs. Die Beschwerden, die können wir schon gar nicht mehr zählen, weil die kommen jede Nacht. Und der KOD macht seinen Job, der macht Identitätsfeststellungen, Lärmpegelmessungen, allgemeine Ruhestörungen. Aber wenn dann gesagt wird, die Bars würden alles tun, was sie so machen, dann hat der KOD zum Beispiel festgestellt, Fenster und Türen sind in der Regel so lange geöffnet, bis sie beanstandet werden. Sie können das wunderbar feststellen, wenn der KOD oben am Marktplatz anfängt und die ersten Fenster schließen lässt, dann geht die Telefonkette runter, sodass dann möglichst bei der letzten Kneipe auch endlich die Türen und Fenster zu sind. Das Zweite ist,
Die Musik, auch das hat der KOD festgestellt, wird kurz vor Ende der Sperrzeit nochmal richtig schön aufgedreht, dass die Leute nochmal so richtig gepusht werden und dann entsprechend auf die Straße gehen. Auch das hat der KOD festgestellt. Ein weiteres Problem der Altstadt sind diese ganzen Spätis und die ganzen kleinen Läden, die da abends noch Pizza, Döner und Sonstiges verkaufen. Das heißt, wir haben ein weiteres Problem, dass wenn die Leute betrunken auf die Straße gehen, dann vor den, diesen kleinen Läden stehen, sich noch mit Lebensmitteln versorgen, dann kommt es zu den entsprechenden Vorfällen. Das heißt, die Situation hat sich verschärft. Und die Tatsache, dass wir hier heute mit diesem Urteil des Verwaltungsgerichtes sitzen, hat auch was damit zu tun, dass der Gemeinderat über die letzten Jahre hinweg den Vorschlag der Verwaltung, lass uns einen Kompromiss mit 1 und 3 finden, 4-mal abgelehnt hat. Und dann darf sich der Gemeinderat dann bitte am Ende auch nicht wundern, wenn dann ein Verwaltungsgericht ihm noch strengere Zahlen vorschreibt. Und deswegen würde ich sagen, die Situation hat sich verschärft, das Ausgehverhalten hat sich verändert, die Klientel hat sich verändert. Das liegt nicht an den Wirten, sondern es liegt an deren Gästen und es liegt darin, dass der öffentliche Raum im Grunde genommen zu einem enormen Lärmpegel führt. Beim Verwaltungsgericht hat man das wunderschöne Beispiel gewählt, selbst wenn 18 oder 20 gut situierte Richter abends in die Altstadt gehen und sich vor die Kneipe stellen und nett unterhalten, haben sie schon 45 Dezibel überschritten. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, was soll denn der kommunale Ordnungsdienst machen? Soll er durch die untere Straße gehen und pssst machen? Also ich bitte da auch wirklich mit diesem Bashing auf dem kommunalen Ordnungsdienst endlich mal aufzuhören. Die Jungs und Mädels machen ihren Job, das ist kein leichter Job, der wird auch nicht besonders gut bezahlt. Und deswegen, die Stadt tut schon alles, was sie machen kann, aber auch uns sind Grenzen gesetzt. Herr Egerding-Rüger, Sie wollen darauf antworten? Ja, an dieser allerersten Gesprächsrunde erkennen wir eigentlich ganz deutlich das Problem, nämlich das Problem der Wahrnehmung. Aus der Position der DEHOGA und aus der Position der Wirte gibt es eine Verbesserung, eine deutliche Verbesserung. Aus der Position der Anwohner und Wohner ist diese Verbesserung nicht wahrnehmbar. Das hat was mit der subjektiven Wahrnehmung zu tun und deswegen gibt es ja objektive Lärmwerte und Lärmmessungen. Und diese Lärmwerte und Lärmmessungen haben deutlich gezeigt, wohin die Richtung geht, nämlich in eine deutliche gesundheitsgefährdende Situation. Ich stimme Ihnen zu, Herr Eriksen, wenn Sie sagen, das Bashing auf die Stadt bringt nichts. Da gebe ich Ihnen völlig recht, das bringt wirklich nichts. Und ich glaube auch, dass der KOD seinen Job gut macht, aber vielleicht ist er nicht gut aufgestellt. Vielleicht sind es immer noch zu wenig Leute. In der Anzahl der Gastronomiebetriebe, die es in der Altstadt gibt, weiß ich nicht, ob 26 oder 24 Personen ausreichen, die für das gesamte Stadtgebiet zuständig sind. Ich sehe es so wie Sie, das Ausgehverhalten hat sich dramatisch verändert. Auch sowas wie Respekt und Akzeptanz des Andersseins hat sich deutlich verändert. Wenn ich manchmal um 6, 6:30 von der Arbeit komme, begegnen mir die ersten jungen Menschen mit der Bierflasche in der Hand. Mit Verlaub, das hat es zu unserer Zeit, das war zu unserer Zeit definitiv prollmäßig. Das gab es nicht und es erstaunt mich immer wieder, dass sowas möglich ist. Und wir alle wissen um die Konsequenzen und die Folgen des übermäßigen Alkoholgenusses. Und Sie haben recht, Herr Eriksen. Die zunehmende Anzahl von Spätis und von Alkoholtankstellen und führen letztlich nicht zu einer Beruhigung in der Altstadt. Und ich glaube nicht, dass wir mit dem Austausch von gegenseitigen Positionen und Wahrnehmungen weiterkommen. Und wir als Bürgerinitiative, die ja die Kläger intensiv unterstützt haben, sind froh, dass es ein Urteil gibt. Und das Urteil hat deutlich gesprochen. Und wir warten eigentlich darauf, dass es jetzt endlich umgesetzt wird, die Konsequenzen. Ich denke, es ist in den letzten Jahren deutlich genug gesprochen worden, es ist deutlich genug an runden Tischen verhandelt worden und eigentlich warten wir darauf, dass das, was besprochen, vereinbart wurde, jetzt auch endlich mal umgesetzt werden wird. Eine Sache würde ich noch gerne ansprechen, es wurde gerade schon, Sie haben die Spätis genannt, ja, das wird zum Beispiel von Wirteseite auch immer wieder bemängelt, dass ja der Lärm eben nicht nur auf die Gaststätten zurückzuführen ist, sondern eben auch darauf, dass das Alkoholverkaufsverbot in Baden-Württemberg gekippt worden ist und jetzt wieder Alkohol nach 22 Uhr verkauft werden darf. Herr Eriksen, hat die Stadt eine Handhabe gegen dieses Kornern, dass man sich sein
Alkohol günstig kauft im Supermarkt und dann an der Straßenecke oder vielleicht irgendwann mal, wenn die Gaststätten früher schließen müssen, am Herkulesbrunnen trinkt. Also die Stadt hat keine Handhabe, das ist geltendes Recht. Der Städte- und Gemeindetag hatte sich damals bei der Diskussion, als es im Landtag diskutiert wurde, vehement dagegen ausgesprochen. Aber das war natürlich die starke Lobby der Tankstellenverbände und andere, die natürlich ein gutes Geschäft damit machen. Und wir müssen das jetzt sozusagen ausbaden. Und diese Spätis sind das eine Problem. Das zweite Problem sind aber, dass eben ein Teil der Gaststätten in der Altstadt eben auch sehr lange auf hat und die Leute sich eben dann eben auch im Rahmen der Sperrzeiten noch mit Lebensmitteln bzw. Pizza und ähnlichen Dingen versorgen können. Aber da herrscht Gewerbefreiheit und das kann die Stadt nicht verbieten. Das heißt, solange es Leute gibt, und das sind ja alles private Vermieter, das darf man ja nie vergessen, das ist ja kein städtische Immobilien, die da in der Altstadt überall sind, sondern es sind private Vermieter und solange die an solche Einrichtungen vermieten, können wir als Stadt da leider überhaupt nichts machen. Ich verlasse mal vielleicht die Ist-Situation, weil ich denke mal, im Publikum werden sich ähnliche subjektive Wahrnehmungen wiederfinden. Aber du möchtest noch darauf antworten? Also gerade zu dem Alkoholverzehr im öffentlichen Raum in der Altstadt. Wenn ich Alkohol erwerben kann in einem Späti, ihn aber nicht mehr im öffentlichen Raum konsumieren darf, würde es die Situation beruhigen. Wenn man hier das Ordnungsamt darauf anspricht und fragt, warum gibt es kein Alkoholverzehrverbot im öffentlichen Raum, wird gesagt, es ist nicht so einfach, da man mindestens 100 Straftaten in diesem Geltungsbereich nachweisen muss, um eben dieses zu verhängen. Wenn ich jetzt aber schaue, die Stadt Cottbus zum Beispiel hat eben ein solches Alkoholverzehrverbot im öffentlichen Raum an Schwerpunktstellen verhängt und das hat wirklich gefruchtet. Die Gastronomie hat davon profitiert, weil sie sich eben nicht mit diesen Leuten mehr oder weniger rumschlagen muss, die Alkoholflaschen mit an den Laden ranbringen, versuchen in den Laden reinzuschmuggeln, die sich draußen im öffentlichen Raum aufhalten, an öffentlichen Plätzen exponiert, irgendwo hinsetzen, dort den Alkohol konsumieren und im öffentlichen Raum lärmen. Und wenn man jetzt der Kriminalstatistik, die immer wieder bemüht wurde, Glauben schenkt, gab es ja im Kernbereich der Altstadt mehr als 100 Übergriffe, was Körperverletzung angeht. Also müsste man es eigentlich umsetzen können. Die Frage ist, warum macht man es nicht? Herr Eriksson, das sind Sie angesprochen. Ach, Herr Wilsen, wir beide, ja. Das ist immer die gleiche Geschichte. Die Wirte sind die Guten und die Stadt ist die Böse. Nein, das lässt sich eben nicht durchsetzen. Es geht hier nicht um gut oder schlecht. Es geht hier nicht um gut oder schlecht. Herr Wilsen, Sie wissen doch ganz genau, wir haben das hier rechtlich prüfen lassen und das ist noch in keiner einzigen Stadt in Baden-Württemberg ist es sozusagen möglich gewesen, dass wir aufgrund der Polizeistatistik ausreichende Taten haben, die dazu führen, dass wir ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum verhängen können. Das ist nichts Neues. Wir wissen das, wir würden es liebend gerne tun. Wir haben aber nicht die ausreichenden Zahlen und die Straftaten. Es geht jetzt nicht nur um die Körperverletzungsstraftaten, sondern es geht darum, dass das eine bestimmte Menge erfüllt werden muss. Die polizeiliche Kriminalstatistik liegt dem Gemeinderat vor, die ist öffentlich, die kann jeder nachsehen. Und daraus können Sie ganz klar ersehen, dass die Anzahl der Straftaten hier nicht erreicht wird. Sie wird auch nicht in Mannheim erreicht, sie wird auch nicht in Freiburg erreicht. Und deswegen gibt es das nirgendwo in Baden-Württemberg. Vielleicht gibt es im Land Brandenburg andere gesetzliche Vorgaben, die das erlauben. Hier in Baden-Württemberg funktioniert das mit den vorhandenen Zahlen aus der polizeilichen Statistik und an die müssen wir uns halten, eben nicht. Und das wissen Sie auch und deswegen werden die Argumente nicht besser, wenn Sie sie immer wieder vortragen. Frau von Götz, Sie wollen auch was dazu sagen? Genau, zum einen finde ich, haben wir eigentlich es geschafft, mit einer ganz guten Gesprächsatmosphäre zu beginnen und es würde mich freuen, wir könnten zu der zurückkehren. Herr Eriksson, Sie sagen, die Stadt ist nicht schuld und Sie wollen diese Schuldzuweisung auf der Bühne auch nicht hören. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Darum geht es auch nicht. Es geht hier darum, dass wir ganz viele widerstreitende Interessen haben und es gibt eben unbenommen auch die Interessen der Studierenden, die hier ausgehen wollen, die Interessen der Wirte, die Interessen der Anwohner. Diese Gemengelage zu vereinen, ist extrem schwierig. Und da sind Sie nicht schuld, aber Sie sind mit in der Verantwortung. Und ich glaube, wir müssen alle dafür sorgen,
Und wir müssen alle dafür sorgen, dass wir Lösungen finden und dass wirklich kein Versuch nicht unternommen wird, um hier sowohl den Anwohnern Nachtruhe zu gewährleisten, als auch den Wirten ihre Gewerbefreiheit zu erhalten. Und ich glaube nicht, dass wir behaupten können, dass wir jede Anstrengung schon unternommen haben und alles ausprobiert haben, auch wenn ich die Urteilsbegründung, die mir Ihr Amt übrigens nicht gegeben hat, jetzt heute nachgelesen habe, dann steht da schon auch drin, es ist nicht alles unternommen worden. Und es wäre doch schön, wir könnten uns darauf einigen, dass wir einfach wirklich Gas geben, jetzt in der Zeit zwischen dieser Entscheidung und der möglicherweise nächsten, nochmal alle Maßnahmen, die uns einfallen, zu bündeln, umzusetzen, zu gucken, was entwickelt sich, wie entwickelt sich der Lärm, kriegen wir eine Verbesserung hin oder scheitern wir tatsächlich? Ich glaube, ich würde jetzt ganz gern mal wirklich, jetzt geht es schon wieder in das Urteil und deswegen würde ich jetzt vielleicht doch erstmal gerne auf das Urteil zu sprechen kommen. Herr Eriksson, Sie waren ja bei der Sitzung beim Verwaltungsgericht dabei. Können Sie das Urteil aus Ihrer Sicht ganz kurz erläutern? Und welchen Spielraum lässt es aus Ihrer Sicht? Also das Urteil lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Das Verwaltungsgericht hat zunächst einmal den Gemeinderat dafür gerügt, dass er trotz bestehender Rechtsprechung immer wieder sich über die Vorgaben der Gerichte hinweggesetzt hat. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass das Gericht festgestellt hat, Frau von Görz, dass selbst diese flankierenden Maßnahmen, über die wir immer wieder reden, nach Auffassung des Gerichtes nicht geeignet sind, zu einer Lärmberuhigung beizutragen. Und wir reden, und auch das muss dann bitte dem Publikum gesagt werden, ich bin hier seit 2007 im Amt, seitdem diskutieren wir über dieses Thema und mein Vorgänger hat zu diesem Thema auch schon 10 Jahre diskutiert. Also es ist jetzt nicht so, dass das eine völlig neue Situation sei und als würde es das nicht geben. Es gab runde Tische. Es gab eine 58-Punkte-Vereinbarung zwischen Anwohnern, Wirten und Stadt. Ja, jetzt sind wir wieder in der Vergangenheit. Kleinen Moment. Also da wollte ich wenn solange die Frau von Görz sich hier hinsetzt und sagt, wir haben nicht alles getan, müssen Sie mir bitte das Recht geben, dem Publikum zu erklären, dass wir hier sehr viel getan haben. Und Sie haben mich gefragt, was im Urteil steht. Und im Urteil steht eben drin, dass der Konflikt so lange läuft, dass das Verwaltungsgericht sich jetzt gezwungen sah, Sperrzeiten festzusetzen. Und Sie haben darüber hinaus gesagt, der Ermessensspielraum des Gemeinderates ist null. Das Gericht hat sich sozusagen juristisch darauf festgelegt, was sehr, sehr ungewöhnlich ist, zu sagen, wir legen jetzt Sperrzeiten fest, weil wir glauben, dass nur diese Rechtsprechung geeignet ist, den Konflikt zu beruhigen. Deswegen hat das Gericht auch gesagt, 0 Uhr und 2:30 Uhr, und sie haben das begründet und haben gesagt, es gibt keinen Ermessensspielraum, es gibt lediglich einen Ermessensspielraum, die Zone, in der diese Sperrzeiten gelten wollen, diese gegebenenfalls anzupassen. Das ist sozusagen der Kernbestandteil des Urteils und das Gericht hat sich auch über die flankierenden Maßnahmen geäußert und hat aus seiner Sicht gesagt, sie glauben nicht, dass diese vom Gemeinderat beschlossenen flankierenden Maßnahmen zu einer Lösung des Lärmproblems führen können und deswegen sind wir jetzt in der Situation, in der wir jetzt sind. Ja, zu diesen flankierenden Maßnahmen würde ich gerne später dann nochmal kommen. Frau Werner Jensen. Ich wollte auch nochmal zu dem Urteil, da wollten Sie ja auch nochmal etwas dazu hören, etwas sagen. Es haben ja 31 Kläger geklagt, aber ich glaube nur auf vier wurde eingegangen, also eine relativ kleine Zahl. Das heißt nicht, dass die anderen nicht Recht hatten oder noch Recht bekommen, das ruht. Und ich muss sagen, ich war auch einmal beim Gericht, nämlich bei der letzten Verhandlung und bei den 4 Klägern, die sozusagen dieses harte Urteil jetzt herbeigeführt haben, wird ausgegangen bereits von 65 Dezibel. Im Gesetz, in der TA Lärm, in der Ihnen bekannten Rechtsprechung, sind aber 45 zugrunde gelegt. Alles, was über 45 ist pro Nacht, ist vor allen Dingen 65 als gesundheitsgefährdend eingestuft. Und wenn wir, darf ich vielleicht noch, Sie kommen, glaube ich, gleich alle ganz dran. Bei dieser Rechtsprechung sind 65 Dezibel also zugrunde gelegt. Das heißt, es ist unheimlich nach oben gegangen, das Gericht, sozusagen auch für die Wirte, damit das auch wirklich nied- und nagelfest ist. Sie haben nicht gesagt mit 45, dann wären nämlich die 31 drin, sondern bei 65 haben sie das zugrunde gelegt. Das ist eine sehr, sehr hohe Zahl.
Und ich wollte noch eben was sagen, weil von dem Thema Schuld die Rede war. Schuld ist ja natürlich gar keine, außer den Verursachern. Und ich denke, natürlich muss die Erziehung zu Hause anfangen und die Erziehung in den Schulen fortgesetzt werden oder vorher schon in Kindergärten, vor allen Dingen bei den Eltern, dass die Leute sich eben nicht so benehmen. Also die Kneipenwirte sind nicht schuld, aber wir jedenfalls sind zunächst mal an einer Ruhe, an einer Nachtruhe, da war von 6 Stunden die Rede, ich schlafe schon immer 8 Stunden, ich brauche einfach mehr. Und sehr viele andere auch, wenn sie jedenfalls in dem Alter, in dem wir sind oder ich bin, haben ja viel gelesen, bin gerade 70 geworden. Ich schlafe aber auch schon als Kind 8 Stunden und 6 sind mir definitiv als Dauer zu wenig. Und das finde ich, das Recht müssen wir doch haben und da müssen wir irgendwie gucken, dass wir klarkommen. Dürfte ich noch ganz kurz was dazu sagen? Es geht mir jetzt nochmal um das Lärmgutachten. Das Gericht ging bei seiner Urteilsfindung jetzt gerade von einem Gutachten aus, das im Jahr 2016 erstellt wurde. Das ist richtig. Seitdem gibt es andere Sperrzeiten. Insofern hat sich auch die Situation verändert und hätte auch dort berücksichtigt werden müssen, wie ist die Situation aktuell. Was nicht berücksichtigt wurde, ist, dass die Messungen 2016 im Sommer stationär an einem Schwerpunkt, wo mehrere Kneipen ihre Ausgänge haben, was die untere Straße jetzt angeht, gemessen während einer Europameisterschaft. Und das wurde als repräsentativ für ein gesamtes Jahr genommen. Kleinen Moment bitte. In dem 58-Punkte-Katalog, den wir gemeinsam erarbeitet haben, war unter Punkt 55 vermerkt, was eine Aufgabe der Stadt gewesen wäre, feste Installierung von Lärmmessgeräten stationär. Und das wurde von Seiten der Stadt damals gesagt, nach Rücksprache mit Gutachtern und Sachverständigen, sind diese Messungen nicht aussagekräftig. Trotzdem sind diese Messungen jetzt vor Gericht verwertet worden. Weiter wurden damals Berechnungen angestellt von einem Gutachterbüro, wo von einer 100-prozentigen Auslastung aller gastronomischen Betriebe zu jeder Zeit ausgegangen wurde, um einen Lärmwert festzustellen. Was nicht heißen soll, dass es keinen Lärm gibt in der Altstadt, aber ob die Werte genau so sind, wie sie damals berechnet und gemessen wurden, zu jeder Zeit, ist die Frage. Wenn jetzt aber zum Beispiel in diese komplette Sperrzeitendebatte eine neue Sperrzeit, eine Genehmigung erteilt wird an einen gastronomischen Betrieb, weil sie nachweisen konnten, dass in ihrem Geltungsbereich für Ruhe gesorgt wird, dieser Geltungsbereich vor Gericht aber immer noch mit den Lärmwerten von 2016 berechnet wird, dann frage ich mich, warum die Stadt damals dann nicht vor Gericht gesagt hat, wir haben eine neue Lage, wir haben ein Gutachten vorgelegt bekommen von einem Betrieb, die Situation hat sich hier verändert. Das wäre ja eine Möglichkeit gewesen. Dann wäre eben dieser Lärmpunkt, der eben die Klage berechtigt gemacht hat, vom Tisch gewesen. Das Gericht ist ortsfremd, die kommen aus Karlsruhe, die wissen nicht, wie es bei uns in Heidelberg ist. Wir haben unten an der Dreikönigstraße einen Taxistand, da gehen nachts die alkoholisierten Menschen runter, setzen sich hin, unterhalten sich laut. Wenn ich weiß, dass dort unten ein Lärmschwerpunkt ist, dann kann ich doch als Stadt sagen, dieser Standort hier unten wird von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens nicht mehr von Taxen angefahren. Dann gehen da auch keine Leute mehr runter, wenn sie wissen, dass dort unten kein Taxi mehr ist. Also es gibt Lösungsansätze und hier geht es auch nicht darum, um Schuldzuweisungen, hier geht es darum, wie man Lösungen finden kann, dass man die Situation beruhigt und da können wir nur gemeinsam etwas machen, aber es ist nicht die Lösung in meinen Augen, dass wir sagen, um 0 Uhr ist jetzt hier Zapfenstreich, weil wenn Sie irgendwo mal Sie hatten gerade Geburtstag, abends vielleicht hier in den Geburtstag reinfeiern wollen, dann können Sie das kriegen. Aber wenn Sie das vielleicht mal in einem gastronomischen Betrieb machen wollen, dann können Sie sich die Gratulanten auf der Straße dann in Empfang nehmen. Ja? Okay. Ich würde ganz gern die Diskussion mal versuchen, wieder ein bisschen einzufangen. Mir ging es nämlich jetzt um. Hier im Zoo will ich auch etwas sagen. Bitte? Hierzu will ich auch etwas sagen. Und zwar folgendes. Gestern oder vorgestern Nacht habe ich das Fenster des Schlafzimmers lauter geputzt. Das Fenster des Schlafzimmers wollte ich doch ein bisschen aufmachen, damit ich nicht einkaufe. Kleinen Moment, Sie kriegen. Gib mal dem Herrn mal ein Mikrofon. Das wie eine Frau, wie ihre Nachbarn. Ganz kleinen Moment, wir verstehen hier vorne ganz schlecht. Und deswegen sagen Sie vielleicht erstmal Ihren Namen
Und ganz kurz, aber nur zu diesem Punkt. Mein Name ist Damatiadis, ich wohne in der Dreikönigstraße 7. Also nochmal zu dem, was ich sagen wollte. Ich habe das Fenster des Schlafzimmers aufmachen wollen, kurz, damit frische Luft reinkommt. Wir haben das gewöhnlich zu, wegen des Lärms. In dem Moment, zufällig, wie es immer so ist, schrie eine Frau zu ihrem Nachbarn, zu ihrem Begleiter, der offenbar ihr gesagt hat, sei nicht so laut. Hier kannst du schreien, so viel du willst. Das ist die Situation in der Altstadt. Und zwar, wenn die rausgehen aus den drei Geschäften von Herrn Wilson und aus den anderen Geschäften der weiteren Kneipiers, die hier sind. Wir brauchen eine andere Stadtpolitik gegenüber diesem Teil der Stadt. Also die Altstadt ist nicht Altstadt, sie ist ein Wohngebiet Altstadt mit Tausenden von Wählern. Und sie muss genauso rücksichtsvoll behandelt werden wie die anderen Teile dieser Stadt. Die Altstadt ist kein Sonderproblem. Wir brauchen die gleiche Fürsorge für alle. Solange die Stadt so etwas nicht macht und noch versucht, die auseinandergehenden Interessen auszugleichen, wird es nie eine brauchbare Situation bleiben. Doch, es funktioniert in meinen Augen gerade nur über einen Interessenausgleich. Aber Herr Egerding-Krüger, Sie wollten da was dazu sagen. Ja, ich habe im Vorfeld dieser Diskussion schon erwartet, dass es emotional zugeht, weil es ist ein emotionales Thema. Das ist aber schon lange so. Herr Eriksen, Sie haben, finde ich, aus Sicht der Stadt die Situation eigentlich sehr schön und sehr klar und deutlich dargestellt. Sie haben die Grenzen aufgezeigt, Sie haben aufgezeigt, was Sie getan haben und Sie haben gesagt, wir kommen in der Situation eigentlich auch nicht so richtig weiter. Mich interessiert vor allen Dingen, welche Lösungsmöglichkeiten können Sie denn anbieten? Was können Sie denn tun, damit die Altstadt wieder für die Anwohnerinnen und Anwohner ein gesundheitsförderndes Lebens- und Wohnquartier werden kann? Zu dem Punkt das Beispiel, was der Herr gerade angeführt hat, ist ein Einzelbeispiel. Und wenn wir jetzt abfragen, kann, glaube ich, jeder von uns solche Einzelbeispiele sagen. Genau. Damit kommen wir aber nicht weiter, glaube ich. Nee, damit kommen wir, denke ich, nicht weiter. Aber die Lösung interessiert mich schon sehr. Dafür haben wir auch alle Verständnis für die Situation, dass man gerade in diesen engen Altstadtgassen immer wieder aus dem Schlaf gerissen wird. Ich denke, das ist jedem klar, der sich in der Altstadt bewegt, und es sind auch nicht immer nur Volltrunkene, sondern es können auch einfach nur Leute in einer guten Stimmung sein. Das haben Sie ja auch gesagt mit den Richtern, die vielleicht Stimmung machen vor der Kneipe, wenn sie da reingehen. Ich würde jetzt aber trotzdem noch mal gerne auf das Urteil des Verwaltungsgerichts zurückkommen, weil Sie haben einen Punkt angesprochen, den ich eigentlich ganz interessant finde, und zwar der Geltungsbereich der Sperrzeitsatzung, der wurde ja dem Gemeinderat zur freien Entscheidung einheimgestellt. Das heißt, vielleicht zur Erklärung, vielleicht für Gäste, die sich noch nicht so gut auskennen, die Sperrzeitsatzung, die gilt von der Bauamtsgasse, also so vom Kurpfälzischen Museum in etwa bis zum Karlsplatz. Dort würden diese Sperrzeiten gelten, im vorderen Teil der Altstadt würden sie nicht gelten, hier im Karlsdorf Bahnhof würden sie zum Beispiel auch nicht gelten. Wie sehen Sie da den Ermessensspielraum, wie man diesen Geltungsbereich der Sperrzeitsatzung festlegen könnte? Würden Sie das eher so lassen, wie es ist, oder sehen Sie da Handlungsbedarf, das irgendwie weiter zu differenzieren? Sie bekommen das da hinten. Also ich glaube, man kann das überlegen, ob man den Geltungsbereich kleiner fasst. Wir wissen ja, wo die Lärmschwerpunkte sind. Wir hätten dann unterschiedliche Sperrzeiten in der Altstadt. Ob das war bisher immer, und da müsste sich dann auch die DEHOGA mal äußern, gerade von den Wirten immer gefordert worden, dass das nicht geht, dass es sozusagen unterschiedliche Sperrzeiten gibt. Aber ich will auch auf Herrn Wilson noch mal eingehen. Das Verwaltungsgericht hat die Lärmmessung zwar zugrunde gelegt, aber sie haben klipp und klar festgestellt, die 45 Dezibel sind flächendeckend in der Altstadt überschritten. Wir reden über 60, wir reden über 65 Dezibel. Das kann man jetzt, wir können noch 35 Lärmmessungen machen, wir werden immer wieder solche Werte haben. Das Gericht hat aber
auch in seinem Urteil ganz klipp und klar gesagt, das ist ja ein traditioneller Ausgehort, da gibt es bestimmte Grenzen, die man verschieben kann, und Sie haben ja deswegen auch sich nur zunächst mal um die 4 Klagen gekümmert, bei denen aufgrund der Lärmmessung die Lärmbelästigung bei über 65 Dezibel lag. Also das Gericht hat ja schon eine Abwägung getroffen, hat gesagt, das ist eine Ausgehgegend. Wer hier hinzieht, der weiß, wo er hinzieht, dann muss er damit leben, dass es eine höhere Lärmbelastung gibt als üblich. Also das Gericht hat hier schon eine riesige Bandbreite gezogen. Sie haben dann aber irgendwann gesagt, bei 65 Dezibel sehen wir die Gesundheitsgefährdung als gegeben an. Das kann man jetzt mögen oder nicht mögen. Und natürlich kann man jetzt einen Flickenteppich schaffen, indem man sagt, jede Kneipe einzeln beantragt jetzt eine Ausnahmegenehmigung oder wie auch immer, und bei jeder einzelnen Kneipe wird gemessen und werden Lärmmessungen gemacht. Die Frage ist nur, ob das zielführend ist, aber das ist die Entscheidung, und das sage ich hier ganz ruhig und locker, der Gemeinderat ist am Zug. Die Stadtverwaltung hat seit 5 Jahren in jeder Auseinandersetzung gesagt, wir sehen den Kompromiss bei 1 und 3. Und der Gemeinderat hat sich bisher immer darüber hinweggesetzt. Und jetzt, finde ich, ist es auch Aufgabe des Gemeinderates zu sagen, er geht jetzt volles Risiko, geht in die Berufung, auf die Gefahr hin, dass dann das Gericht vielleicht noch strengere Sperrzeiten beschließt. Weil Sie dürfen nicht vergessen, die Kammer, die jetzt über die Berufung entscheiden wird, ist die Kammer, die vor 2 Jahren der Normenkontrollklage stattgegeben hat, dass die hier festgelegten Sperrzeiten rechtswidrig sind. Das sind die gleichen Richter. Und ich wage zu bezweifeln, dass die innerhalb von 2 Jahren ihre Meinung geändert haben. Aber das ist jetzt Sache des Gemeinderates. Die Stadt steht nach wie vor auf dem Standpunkt, 0 Uhr ist für uns nicht akzeptabel. Wir würden gerne mit dem Gemeinderat eine Regelung finden, dass wir sagen, lass uns jetzt die 1 und 3 beschließen, lass sie uns umsetzen, lass uns in Berufung gehen und versuchen, das Gericht davon zu überzeugen, dass 1 und 3 eine sinnvolle Lösung ist, die dem Interessenausgleich aller Leute dient. Das wird der städtische Vorschlag sein, und man wird abwarten, ob der Gemeinderat in seiner großen Weisheit da mitgeht. Okay. Das ist ja schon mal ein konstruktiver Vorschlag in eine etwas andere Richtung. Frau von Götz, 1 und 3, könnten Sie sich sowas vorstellen oder was würde das für Ihre Mitgliedsbetriebe bedeuten? Naja, was das bedeutet, ist ja im Grunde klar, jede Stunde, die man weniger aufhat, macht man weniger Umsatz. Und jede Stunde, die wir von der Landesregelung abweichen, haben die Wirte in der Altstadt andere Wettbewerbsbedingungen als ihre Kollegen ein paar Straßen weiter. Und immer noch in derselben Stadt. Insofern ist jede Einschränkung erstmal eben auch ein Problem für einen gastronomischen Betrieb. Gleichwohl sind wir natürlich an der Lösung interessiert. Wir hatten mal ursprünglich Sperrzeiten von 2 und 3 Uhr. Diesen Kompromiss, den wir damals hatten, haben die Wirte niemals aufgekündigt. Der ist angegriffen worden von Seiten der Altstadtbewohner. Ich glaube, die nächste Entscheidung, die jetzt ansteht für den Gemeinderat, ist die Entscheidung über die Einlegung der Berufung. Und da bin ich ganz dankbar, Herr Eriksson, dass Sie jetzt auch schon gesagt haben, Sie wollen diesen Weg vorschlagen, dass man in die Berufung geht. Wir haben im Moment eine erstinstanzliche Entscheidung. Und ich glaube, es gibt verschiedene Gründe, die jetzt gar nichts mit der persönlichen Haltung zum Thema, ist es jetzt zu laut oder ist es nicht zu laut, zu tun haben, sondern die einfach diese Außergewöhnlichkeit dieser Entscheidung auch nochmal aufgreifen. Zum einen sagt die Entscheidung, der Gemeinderat hat keine Entscheidungsfreiheit mehr, also mal mit Ausnahme von der Gebietsfestlegung. Das ist ein extrem starker Eingriff in die Freiheit des Gemeinderats, was zu entscheiden. Jetzt bin ich persönlich der Meinung, ich kann eine solch weitgehende Einschränkung von Rechten des Gemeinderats nicht einem erstinstanzlichen Gericht überlassen. Das ist so, wie wenn das Amtsgericht entscheidet. Schon der Respekt vor dieser auch liberaleren Regelung, die der Gemeinderat mal getroffen hat, gebietet es aus meiner Sicht, hier eine Berufung zu machen, dass man während des Laufs der Berufung möglicherweise eine vernünftige Lösung auch finden kann. Das wäre natürlich dann zusätzlich schön. Außerdem hat diese Entscheidung natürlich eine Tragweite, die über die Stadtgrenzen hinausreicht und die auch in der Stadt natürlich ganz viele unterschiedliche Gruppen maßgeblich beeinflusst. Da haben wir den Tourismus, da haben wir die Attraktivität der Stadt als studierenden Ort,
als Wohnort für junge Fachkräfte und so, da spielt Ausgehen auch eine Rolle. Also wir haben eine Tragweite, die geht über Heidelberg hinaus und die wird uns sehr lange beeinflussen. Auch da, finde ich, ist quasi eine unterinstanzliche Entscheidung. Das kann nicht das Maß der Dinge hier sein. Und da muss man auch noch sagen, diese Entscheidung ist halt inhaltlich sehr, sehr ungewöhnlich. Eine Normänderungsklage ist aus juristischer Sicht was ganz Seltenes. Und da ist es jetzt nicht so, dass das vom Bundesverwaltungsgericht schon 300 Mal entschieden wurde, dass das so geht, sondern das ist auch juristisch ein höchst interessantes Projekt, sage ich mal. Und auch deshalb, denke ich, spricht da vieles dafür, dass man hier den Weg der Berufung gehen sollte. Okay, jetzt würde ich das mal gerne von Anwohnerseite aus hören, wie Sie das sehen. Ja, kann ich noch kurz was dazu sagen? Also ist natürlich schwierig, wenn in diesem Raum die Hälfte der Leute die Hand gehoben haben und selber nachts unterwegs sind. Das ist natürlich trotzdem nicht repräsentativ für die Altstadt, muss ich sagen. Insofern ist das Klatschen, ich nehme das gerne wahr, aber es ist nicht repräsentativ für diese Altstadt, vor allen Dingen die hier auf Dauer sind. Ich wollte aber noch was anderes sagen. Tatsache ist, dass zwei Prozesse von der Stadt, die die Stadt geführt hat, verloren hat. Die Stadt hat zwei Prozesse gegen die Anwohner verloren. Das ist sehr viel Geld. Ich weiß nicht genau, ich habe so mal geschätzt, 15.000 bis 20.000 Euro pro Prozess zahlen Sie alle mit. Auch diejenigen, die nachts, ich weiß, dass Sie gerne feiern, das ist schön. Ich feiere auch gerne, nur ich arbeite eben auch noch dann. Hat die Stadt verloren mit sehr viel Geld, was für Steuergeldern ist, was sehr viele Leute zahlen, die daran nicht interessiert sind. Und ich möchte nur sagen, im Gemeinderat sind sehr viele Juristen und ich wundere mich darüber, dass die eigenen Kollegen sozusagen so ablehnen, indem die diese Urteile nicht wahrnehmen und dann nochmal in Berufung gehen. Und wenn sie das nochmal verlieren, halte ich das für schwierig. Jetzt sind wir wieder bei der Schuldzuweisung. Also Sie können sich eine Berufung nicht vorstellen. Ich möchte noch einen Satz sagen zu dem, was eben Frau von Görz gesagt hat. Sie haben gesagt, jede Stunde, die früher zu ist, heißt weniger Umsatz. Ich kenne viele Wirte hier in der Altstadt, auch solche, die auf Ihrer Seite sind. Die haben mir gesagt in Gesprächen, wir sitzen da ja auch überall. Das wissen Sie ja auch. Wir sind ja bei Ihnen hier überall auch und trinken hier was Kaffee und nicht bis nachts um fünf, aber wir kennen uns ja und schätzen uns ja auch. Das habe ich am Anfang ja gesagt. Das hat nichts mit der sachlichen Seite zu tun. Jede Stunde, die früher zu ist, heißt weniger Umsatz. Mir haben mehrere gesagt, dass das überhaupt nicht stimmt. Denn es kommt ja auch darauf an, wenn die Leute noch drin sind oder auch hinterher Krawall machen, ob die noch etwas verzehren, was sich für sie wirklich lohnt. Und das ist nach dem, was ich selber gehört habe vom Betroffenen, durchaus nicht der Fall. Aber ich denke, und der Flickenteppich, den kann gar sprechen. Keiner wollen, das haben Sie mir selber auch gesagt nebenbei. Denn wenn Flickenteppich ist, in der Kettengasse ist dann zu und in der unteren Straße dann und dann, dann ziehen die Leute rum, da ist Ihnen nicht gedient, da ist uns nicht gedient. Also ich denke, was immer rauskommt, es muss die Altstadt flächendeckend ein Ergebnis erstellen. Sonst haben die anderen mehr Umsatz und Sie weniger, sind Sie auch wieder böse. Aber könnten Sie sich vorstellen, um es nur kurz auf einen Punkt zu bekommen, ja oder nein, in Beruf, dass der Gemeinderat mit dieser Zielsetzung, die der Herr Erichsson gerade vorgeschlagen hat, 1 und 3 in Berufung geht? Ich halte es falsch, in eine Berufung zu gehen, nach zwei verlorenen Prozessen. Okay. Herr Egerding-Krüger, sehen Sie das anders? Ich sehe es eigentlich ganz gelassen, weil in der Berufung wird das passieren, was Herr Erichsson angedeutet hat. Es ist die gleiche Kammer, die vor 2 Jahren schon mal im Normenkontrollverfahren entschieden hat. Vor 2 Jahren wurde im Sinne der Anwohner entschieden. Frau von Görz, eine Stunde weniger Zeit geöffnet heißt weniger Umsatz, das stimmt, heißt aber auch eine Stunde mehr Gesundheit für die Anwohner. Und das ist das Entscheidende. Und das hat mit Schuldzuweisungen überhaupt nichts zu tun. Wir müssen dafür sorgen, dass die Situation in der Altstadt deutlich sich verändert und die vielen Faktoren, die wir nicht in der Hand haben, an den Stellen Schrauben drehen können, an denen wir drehen können. Wenn Sie in die Berufung gehen werden, der Gemeinderat, der hat ja möglicherweise die Idee, über mir nur der freie Himmel, und vergisst dabei, dass er von den Bürgern gewählt worden ist. Wenn der Gemeinderat wirklich entscheiden sollte, in die Berufung zu gehen, dann könnte es eine sehr brisante Situation geben, dass das Gericht nämlich nochmal deutlich anders entscheidet. Ich weise darauf hin, die technische Anweisung Lärm sagt, nach 22 Uhr darf der Lärmpegel 45 Dezibel nicht überschreiten.
Und im Worst Case für die Gastronomie würde das bedeuten, ich wiederhole, im Worst Case, den wir alle, glaube ich, nicht wollen, heißt im schlimmsten Fall 22 Uhr ist die Gastronomie geschlossen. Und das wollen, glaube ich, das will, glaube ich, keiner. Und ich glaube, wir haben von Lindas Seite, Linda klagt ja nicht, Linda ist keine klagende Institution, aber Linda unterstützt natürlich die Kläger. Wir haben immer deutlich gemacht, dass es um ein Miteinander geht, um ein konstruktives Miteinander. Und es nützt nichts, verschiedene Extrempositionen auszutauschen und auf den anderen einzuschlagen, sondern hier geht es mir um die Lösung. Ich habe Sie vorhin schon angesprochen, Herr Eriksson, und Sie haben es gesagt, machen wir später. Ich beharre drauf. Ich hätte gerne eine Idee, einen Gedanken, wie kann es gelöst werden. Berufung, gerne. Sehr gerne. Sehr gut. Das freut mich schon mal zu hören. Ich würde jetzt ganz gerne kurz anfangen, mal ins Publikum zu gehen. Wir haben auch einen Vertreter des Studierendenrates hier, den Marc Baldrun, hier vorne, weil ich finde, bisher sind die Gäste zu Wort gekommen, für die es eine existenzielle Frage ist. Und jetzt mal vielleicht aus Sicht der relevantesten Kneipengängergruppe des Studierendenrats. Ich weiß, er hat kein Mandat vom Studierendenrat, sondern ist vom Außenreferent des Studierendenrats, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und vielleicht kann er ein bisschen sowas sagen, wie das denn die Studenten sehen. Sollte der Gemeinderat in Berufung gehen oder besser gesagt, wie schlimm wäre es denn jetzt für die Studenten, wenn um Mitternacht werktags denn Schluss wäre? Vielen Dank für die Erteilung des Worts. Mit dieser konkreten Frage habe ich mich natürlich nie mit Studentinnen auseinandergesetzt, ob man in Berufung gehen sollte oder nicht. Ich glaube, dass die Antwort sein könnte, dass man in vielerlei Hinsicht an einer differenzierteren Lösung interessiert ist. Und damit möchte ich ein bisschen zur Überleitung kommen, weil Sie ja quasi schon gerade auf dem Podium ein bisschen zwei Fragen diskutiert haben. Einmal, wie man die aktuelle Situation wahrnimmt und was man denn so ungefähr vom Urteil hält. Bei der Urteilsbegründung, muss ich ehrlich sagen, fand ich das sehr unzusammenhängend und auch undifferenziert, als ich das gelesen habe. Mir sind gerade bei der Diskussion ein paar Sachen klar geworden. Allerdings weiß ich nicht, ob die aufgeführten 45 Dezibel dem wirklich Rechnung tragen, dass sobald die überschritten werden, auf der Straße gemessen, ob das gesundheitsschädlich für den Einzelnen im Bett ist am Ohr, wie viel da quasi von ankommen. Natürlich muss man es an gewissen Zahlen festmachen, ich weiß aber nicht, ob das quasi repräsentativ für das Problem ist. Und was das Urteil auch schon anspricht, ich glaube, das kam kurz auf, das Urteil stellt auch fest, dass eine harte Umsetzung der Sperrzeiten eben nicht zu einem Abebben des Lärmes in der Stadt kommt, sondern dass man dann erstmal nochmal einen knallenharten Anstieg erlebt. Und zwar, weil die Leute halt auf die Straße gesetzt werden. Und ich finde, das sollte uns zu bedenken geben, ob es nicht eines etwas differenzierten Lösungsweg bedarf. Also die Erarbeitung eines Konzepts, wie der Lärm insgesamt reduziert werden kann. Und vielleicht, um da mal was ins Spiel zu bringen, was ich ganz gerne auch von Ihnen diskutiert sehen würde, vielleicht gleich unter dem dritten Aspekt dieser Diskussion, ein Nachtbürgermeister. Dazu hat tatsächlich ganz aktuell die CDU und die FDP einen Antrag in den Gemeinderat eingebracht, einen Nachtbürgermeister. Das würde ich gerne noch mal ganz kurz zurückstellen. Ich würde jetzt gerne mal wirklich ins Publikum gehen. Ich bitte, wer was sagen möchte, mal kurz aufzustehen. Bitte halten Sie sich ganz kurz. Wir sind schon knackig eine Stunde dabei. Und deswegen, mir geht es jetzt vor allem um die Frage, welche Hoffnungen, Befürchtungen man jetzt irgendwie vielleicht in eine Berufung setzt oder wie man mit dem Thema jetzt weiter umgehen sollte. Gut, der Herr hier vorne hat sich schon länger gemeldet. Oder Sie? Mir ist egal. Dann bitteschön. Also mein Name ist Clemens Bellut und mir ist als solcher schon mal ganz wichtig zu sagen, hier ist immer die Rede von einer Oppositionsstellung zwischen den gastronomischen Betrieben und den Anwohnern oder der Linde-Initiative und als Vertreter der Anwohner. Ich möchte mich aus dieser Opposition ganz ausdrücklich heraussetzen und ich weiß das von vielen Freunden, dass sie wie ich in der Altstadt leben, genauso wie ich jeden Tag zur Arbeit gehen,
genauso wie Sie das eben gesagt haben, da gibt es überhaupt gar keinen Unterschied. Und trotzdem bin ich dafür, diese Sperrzeitenregelung zu bekämpfen, also nicht zu bekämpfen, aber zu verhindern, weil ich für eine lebendige Stadt bin, auch an den Stellen, wo ich etwas dagegen habe, wo ich verärgert werde. Ich wohne am Kornmarkt. Sie können sich vorstellen, dass es dort erhebliche Lärmbelästigung gibt, wenn es darauf ankommt, vor allem am Wochenende. Und ich gehe dann im Zweifelsfall auch runter oder beschwere mich irgendwo. Aber es geht mir nicht darum, dass man eine Regelung schafft, die das scheinbar verhindert. Denn der Zweifelsfall wird nachher sein, was der Studentenvertreter gesagt hat, dass natürlich die Lärmbelästigung aus den Kneipen rausgeht, draus mit nicht nur größeren Lärm, sondern mit mehr Dreck, weil die Toiletten nicht mehr zugänglich sind, die Leute draußen pinkeln und draußen kotzen und die Flaschen zerwerfen und stehen lassen. Das muss, finde ich, nicht sein, und dass man da versuchen sollte, mit dem Leitstern einer lebendigen Stadt, die nicht zum Schlafen da ist in erster Linie, sondern als Stadt gelebt werden soll. Natürlich möchte ich auch in meiner Wohnung schlafen können, das ist richtig. Aber dafür will ich trotzdem meine Stadt haben, und darum bin ich hier und nicht, weil ich hier schlafen möchte. Ja. Philipp Richter, ich will kurz auch daran eigentlich anknüpfen, weil ich glaube, wenn man auch ein bisschen zugehört hat, sind sich ja schon die Anwohner bewusst, was für die Wirte bedeutet, und die Wirte sind sich bewusst, was für die Anwohner bedeutet. Aber wer sich wieder raushält, ist die Stadt, und das ist halt ganz oft so bei Themen, die die Stadt Heidelberg anbelangen, dass die Stadt sich zurückzieht und die Schuld bei anderen sucht. Und ich verstehe halt nicht, warum eine Stadt Stuttgart oder eine Stadt Karlsruhe, die auch in Baden-Württemberg sind, zu gewissen Zeiten Alkoholverbote auch verhängen kann, aber eine Stadt Heidelberg halt nicht. Und warum, wenn man das nicht kann, man es denn nicht schafft, das Ordnungsamt mehr Personal zur Verfügung zu stellen, weil die Stadt kassiert ja auch dadurch, Gelder, dadurch, dass die Wirte Umsatz machen, dadurch, dass Touristen in die Stadt kommen, aber dann muss es ja auch möglich sein, mehr Ordnungspersonal zur Verfügung zu stellen. Das ist halt das, was Sie vorhin ja auch schon angesprochen hatten. Was will denn die Stadt tun? Und die Stadt hält sich hier ziemlich zurück hinter irgendwelchen Gesetzen, Paragraphen, Rechtsprechungen. Okay, wir sammeln erstmal. Der Begriff lebendige Stadt, der ist eigentlich wirklich das allerletzte, was ich hier höre. Diese lebendige Stadt besteht, die gibt es überhaupt nur, weil viele, viele Menschen, von denen vielleicht auch ein paar hier sind, die Häuser in dieser Stadt neu gebaut haben, haben neue Möglichkeiten geschaffen in einer Stadt, in der alles mehr oder weniger hinfällig geworden war, und die dann jetzt die große Möglichkeit haben, Tag und Nacht von diesen Kerlen, die durch diese Straßen, die sie mit viel Geld erarbeitet haben, zu wühlen. Es ist einfach so, dass ich nur lachen kann, wenn jemand von Ihnen sagt, ja, die Studenten. Ich war auch mal Studentin. Ich habe in der unserer Straße noch nie einen Club von Studenten gesehen, der rumgepöbelt hat. Das sind alles Leute, die kommen von außerhalb und wollen endlich mal was erleben. Das sind 20 Männer, die alle betrunken sind. Und was dazu kommt, zu der Betrunkenheit und zu dem Krach und warum man nicht schlafen kann, kommt, dass das, was die Leute mit viel Geld in dieser Straße entwickelt haben, von denen kaputt gemacht wird. Bei uns sind die Bäume runtergezogen worden, die vor dem Haus gebaut, eingesetzt worden sind. Die Pflanzen werden rausgezogen. Vor mir, einen Meter von mir, hat ein Mann gepinkelt. Vor mir, einen Meter von mir, auf der Straße, hat ein Mann gepinkelt und das vollkommen normal gefunden. Das ist es. Es ist eine Verhaltensweise,
die eigentlich jedem, der ein Haus in Halki gebaut hat, zur sozusagen Unterstützung der Entwicklung dieses wunderbaren Landes hier. Ja, ich denke, sich sagt, es hat sich nicht gelohnt. Ganz kleinen Moment, ich denke, diese Einzelbeobachtung oder sowas, der Herr Egerding-Krüger hat es ja vorhin auch schon gesagt, es gibt wahrscheinlich ganz viele solcher Beobachtungen von allen Seiten, wo man von entweder mit Anwohnern oder mit Wirten oder aber mit ganz kurz, Besuchern. Ich tue mich mit diesem Elite-Denken schwer. Also es wird immer so gesagt, das Umland ist verantwortlich. Also es gibt genug Studenten, die abends weggehen und sich auch daneben benehmen. Zum Beispiel Alkohol bei der Ersti-Veranstaltung. Ja, ja. Also ich will nur da auch mal eine Lanze fürs Umland brechen. Also wird immer dargestellt, als ob alles, was nördlich oder jetzt in dem Fall östlich von Heidelberg liegt, da fängt dann der Odenwald an und die Intelligenz ist plötzlich passé. Das ist nicht der Fall. Gut. Bitteschön. Also hallo, mein Name ist Mohammad Kakapur. Ich bin zum einen mal Türsteher, deswegen kann ich Ihnen ganz direkte Informationen bringen, was da die Situation in der Straße angeht. Zum anderen bin ich auch Apotheker, deswegen weiß ich, dass auch ein gesunder Schlaf zum Leben dazugehört. Ja? Aber es ist halt nun mal so, dass 24 Ordnungsdienstbeamte dann nichts tun können. Ich sehe das täglich, donnerstags, freitags, samstags. Da laufen sie einfach vorbei, holen den Messpegel raus und sagen ja nicht mal, die sollen aufhören. Und wir arbeiten dort, wir gehen direkt auf die Menschen zu, sagen, können wir ein bisschen leiser sein und zack, das Problem ist gelöst. Es bedarf nicht viel, es bedarf einfach Lärmschlichter, die nachts, donnerstags bis samstags unterwegs sind und nur für den Lärm zuständig sind. Andere Sachen kann das Ordnungsamt machen, wenn man hinkotzt, hinpinkelt, ja, das können sie machen, aber man müsste zusätzlich Arbeiter hinstellen, die nur dafür zuständig sind, dass Leute sich benehmen, was den Pegel an Lautstärke angeht. Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, die Stadt München zum Beispiel hat ein Sozialreferat und dort werden eben, weil gesagt wurde, Streetworker sind hier nicht für verantwortlich, Damen, das waren es jetzt in dem Fall, wenn man sich den Report vom ZDF anschauen möchte, eingesetzt, um abends dort auf alkoholisierte Menschen einzuwirken. Die haben dann Lollipops in der Tasche und wenn jemand sich gesprächsbereit zeigt, dann kriegen die abends einen Lolli. Und in der Regel funktioniert das auch. Also da findet ein Dialog statt, man wirkt auf die Menschen ein. Das heißt jetzt nicht, es soll auch nicht belächelt werden. Ich meine, das sind Ansätze, die funktionieren an anderen Städten. Da wird damit umgegangen. Das heißt nicht, dass der KOD obsolet ist, dass der seinen Aufgaben in anderer Form nachkommen kann, aber dass eben jemand da ist, der vielleicht einfach Leute sensibilisiert, die dann vielleicht alkoholisiert sind und in dem Moment vielleicht einfach nicht mehr drüber nachdenken, was jetzt gerade hier ist. Es geht hier immer noch um Lösungsansätze. Ja? Darf ich darum bitten, dass wir vielleicht das Publikum weiterhin zu Wort kommen lassen und keine Zwischenstatements, weil dann denke ich hätte auch eine ganze Menge zu den einzelnen Statements zu sagen. Ich bitte darum, dass das Publikum jetzt wieder zu Wort kommt. Ja. Ja, Herr Buchwald hier. Ja. Gerd Guntermann, Bezirksbeirat aus der Altstadt. Und als solchem werden natürlich viele Probleme, die die Wohnbevölkerung hier in der Altstadt betreffen, herangetragen. Frau von Görz hat vorhin von den Interessen der Wirte, der Studenten und der Bewohner gesprochen. Sie haben die Hierarchie auf den Kopf gestellt. Es geht um Interessen der Wirte, der Studenten, aber was Sie vergessen haben, ist auch die Saufklientel, die aus dem Umland immer wieder einfällt. Aber es geht um ein Grundrecht von Bewohnern und das wurde auch vom Gericht nochmal konstatiert. Und ein Grundrecht ist wesentlich höher zu werten als Interessen. Herr Egerding-Kröger hat anfänglich auf dieses komplexe Problem, vor dem wir hier in der Altstadt auch stehen, hingewiesen. Es gibt nicht nur diese eine Lärmquelle, es gibt eine Zunahme des Kreuzfahrttourismus mit entsprechendem Lärm. Es gibt mittlerweile auch, im Moment nicht, weil die Stadthalle umgebaut wird, aber ich habe selbst erlebt, die wird dann nachts um 4 Uhr ausgeräumt. Das sind dann alles so Einzelfälle. Oder es gibt auch die Weiße Flotte, die nachts oder die abends, muss man ja sagen, um 23 Uhr ihre Touristen von den Schiffen entlässt und ich kann dann immer von meinem Fenster aus beobachten, wie die besoffen dann schon in die Altstadt einfallen. Herr Guntermann, wir können nicht die ganzen Probleme der Altstadt lösen. Mir geht es jetzt wirklich tatsächlich um Kneipenöffnungszeiten. Und da will ich jetzt noch mal kurz drauf zu sprechen kommen. Das Grundproblem, es gibt natürlich keine Schuldigen, aber es gibt ein Grundproblem. Wir haben zu lange Öffnungszeiten und wir haben zu viele Kneipen in der Altstadt. Das ist das Problem, vor dem wir stehen und unter dem die Altstadtbevölkerung leidet.
Gut. Noch eine. Der Herr da hinten. Hallo, mein Name ist Mal Schörnig. Ich habe eher mal eine Frage. Geht es eigentlich gerade darum, die Getränkegastronomie komplett kaputt zu machen, oder geht es darum, dass es allgemein leiser wird? Weil, also ich habe während meines Studiums die kompletten 5 Jahre in verschiedenen Gastronomien gearbeitet, und egal wo die Leute rausgehen und egal wann man zumacht, auch wenn mal wenig los ist und man früher zumacht, die Leute besorgen sich jetzt gerade noch in den Spätis oder haben noch etwas dabei, besorgen sich was zu trinken und setzen sich irgendwo hin. Jetzt haben wir vorhin gehört, wir können das nicht verbieten, dass an Spätis sich irgendwas geholt wird. Wir können es nicht verbieten, dass im öffentlichen Bereich getrunken wird. Und wir wollen das scheinbar auch gar nicht, so habe ich das vorhin verstanden. Es gibt nicht die Möglichkeit. Also man möchte, dass die Kneipen früher schließen. Wir gehen aber gar nicht davon aus, dass die Leute dann irgendwie weiter feiern möchten. Aber wenn ich jetzt mal mit Kommilitonen auch rede und die mir sagen, ja, okay, wenn ich unter der Woche um 12 aus einer Kneipe raus muss, dann bleibe ich doch in der Stadt und trinke irgendwo, setze mich irgendwo hin. Oder, und das ist die andere Alternative, wir machen die Getränkegastronomie so weit kaputt, dass niemand mehr überhaupt in die Altstadt reinfährt und man sich gleich nach Mannheim oder so umorientiert. Also nochmal das Problem hier in Heidelberg. Es bedarf einer Ordnungspolitik der Stadt, die durchsetzungsstark ist und diese Interessen, diese Partikularinteressen ausgleicht in einer Art und Weise, dass die auch auskommen können. Und auch dann die Altstadt ein Gebiet ist, was auch ein Wohngebiet ist und nicht nur ein Kneipengebiet ist. Man muss sich entscheiden und die richtige Politik der Stadt betreiben. In Deutschland haben wir einen Ordoliberalismus. Wir haben nicht einen Liberalismus, wir haben einen Ordoliberalismus, und daher haben wir alle diese Vorteile. Wir brauchen eine Ordopolitik für die Stadt Heidelberg, damit sie fertig wird mit diesen Problemen. Wenn sie nur so einfach versucht zu lösen, die Probleme zu lösen, wird es nie geschehen. Dankeschön. Okay, danke. Ich würde jetzt auch mal ganz gerne mal so langsam aber sicher auf Lösungsansätze zu sprechen kommen. Ich hätte zwei. Sind die Fragen aus dem Publikum oder Anmerkungen jetzt tatsächlich in diese Richtung gehen, dann würde ich mal gerne in diese Richtung weitermachen. Ja. Ich habe mich gemeldet, weil ich zum einen in Passau studiert habe und in Hamburg. Und ich finde, das sind zwei Städte, die eine total klein und die andere mega riesig, die genau die gleichen Probleme haben. Und in Passau hatten wir auch so eine Podiumsdiskussion, weil der Lärm immer mehr zugenommen hat. Und wir hatten dann auf den Straßen solche Streetworker, ich weiß nicht, wie die bezahlt wurden, aber wir sind aus der Kneipe rausgekommen und es hat tatsächlich, Entschuldigung, sofort jemand neben einem gemacht, denkt dran, hier schlafen Leute, das war total affig. Also man hat auch am Anfang drüber gelacht, aber es hat wahnsinnig sensibilisiert und es hat tatsächlich auch was gebracht. Also die haben auch Kreuzfahrten und so weiter. Es war super laut, aber jetzt, also wenn man manchmal reinhört, klar, die kämpfen immer noch mit dem Lärm, aber es hat sich durch diese Streetworker wahnsinnig viel getan. Und dann zum anderen, da fällt mir Hamburg ein. Die Hamburger haben ganz neue Wandfarbe in den betroffenen Stadtteilen angebracht, sodass die Häuserwände zurückpinkeln. Also wenn es betroffen ist. Also das geht natürlich nur bei den Herren, aber wenn diese an die Wände pinkeln, dann spritzen wir schon. Super. Das wollte ich nur sagen, weil ich finde, das sind effektive Lösungsansätze, über die man nachdenken kann. Das würde ich mal ganz sehen mit diesem Band. Ich heiße Michael Geisse und ich habe einen Lösungsvorschlag für Sie. Und zwar, ich war lange Zeit Türsteher hier in der unteren Straße, aber ich möchte jetzt eigentlich eher als Kreativschaffender, der ich jetzt bin, in Heidelberg sprechen. Und zwar möchte ich eine kreative Lösung vorschlagen, denn
Herr Erichson, wenn Sie sagen, Sie haben alles getan, dann fehlen mir die Ideen, die kreativ sind und was Neues bringen. Und mein Lösungsvorschlag ist, vielleicht können Sie das als Ihr Projekt machen für 2021, eine deutliche Verbesserung herbeizuführen, indem Sie zum Beispiel den Karlsruher Bahnhof als Subkulturhaus propagieren und die Leute, die in der Altstadt um 2.30 Uhr oder Mitternacht dann wahllos in die nächste Zone, denn wenn die kleinen Kernzonen A nach B festgelegt sind, werden die Leute natürlich dann zur Zone C und D gehen. Das wird sich nur lokal verändern. Also was man braucht, ist sozusagen eine After-Location, wo Leute auch sich dann noch in Ruhe austoben können, und zwar an einem Ort, wo auch geschulte oder kompetente Leute auch vor Ort sind. Das fehlt in Heidelberg, also seit den Zeiten des Autonomen Zentrums, das es am Römerkreis gab, gibt es keine Einrichtung der Art, die für, naja, wie soll ich sagen, also gerade die Problemzeit um 3 Uhr, 4 Uhr oder so, halt noch ein Auffangbecken für Leute, die sich noch austoben wollen, bildet. Okay, danke. Weitere kreative Vorschläge? Herr Stendl? Okay, jetzt habe ich ja alles Mögliche gehört. Also, ich bin der Chef der Destille. Nächstes Jahr wird es 50 Jahre. Mir gehört auch ein Haus. Ich habe es auch saniert. Aber jetzt kommen wir zu den Lösungs... Ja. Aber jetzt kommen wir... Ich wohne dort nicht. Das ist ja wurscht. Dafür habe ich Studenten da wohnen, die einen billigen, einen preiswerten Wohnraum haben. Herr Gundermann, sind Sie mal ruhig. Also Lösungsvorschlag, da haben wir schon an unseren runden Tischen schon viel erörtert, und ich muss eins sagen, in der unteren Straße klappt es, weil wir hat alle unsere Hausaufgaben gemacht, wir haben Türsteher, und was das Tolle ist in der unteren Straße, wir reden mit unseren Nachbarn. Wenn es einen Ausrutscher gegeben hat, kamen die oder wir entschuldigen uns. Also es ist auch nicht laut, das hat ja schon der Mo gesagt hier. Man redet, die Türsteher, die sagen, bitte seid ruhig, und dann sind die auch ruhig. Und wenn die untere Straße immer alles abbekommt, das ist das Schlimmste. Ich muss Ihnen eins sagen, das ist die sicherste Straße und die ruhigste Straße von Heidelberg. Okay, danke für den Beitrag. Das war jetzt kein Lösungsvorschlag. Ah, doch, ich wollte mit den Nachbarn, das habe ich vergessen, mit den Nachbarn reden und halt mit den Leuten, die auf der Straße sind, reden. Okay. Gut, dann gehen wir mal vielleicht mal kurz, wir können gerne nachher noch mal eine Publikumsrunde machen. Wir haben jetzt schon einige Vorschläge gehört, Streetworker. Herr Erichson, wäre das eine Möglichkeit? Was halten Sie für Streetworker? Vielleicht sollte man die Rahmenbedingungen noch mal erklären. Wir befinden uns nach einem 20-jährigen Auseinandersetzung in einer rechtlichen Auseinandersetzung. Und als Bürgermeister dieser Stadt bin ich an Recht und Gesetz gebunden. Das mag mir vielleicht nicht gefallen, aber ich muss mit den Rahmenbedingungen, die die Gerichte vorgeben, leben. Und ich muss mit dem, was der Gemeinderat beschließt, auch leben. Deswegen ist das jetzt hier nicht Untätigkeit, sondern es gibt bestimmte Rahmenbedingungen, mit denen wir leben müssen. Das Thema Nachtbürgermeister. Jetzt überlege ich mir gerade, was soll denn ein Nachtbürgermeister machen? Also wir sollen parallel als Stadt, sollen wir ja einen Clubbetreuer haben, das heißt, wir sollen eigentlich die Clubszene nach vorne bringen, und parallel sollen wir einen Nachtbürgermeister machen. Das ist dann eine Person, der soll zwischen Anwohnern und Wirten vermitteln. Ja, was soll denn der vermitteln? Soll jetzt der Nachtbürgermeister nachts durch die untere Straße laufen und jeden ansprechen? Das ist doch eine Totgeburt. Also insofern, das funktioniert überhaupt nicht. Die Frage der Streetworker. Aber kann man sagen, es ist eine Totgeburt? Ich meine, Mannheim hat eine Nachtbürgermeister. Ja, aber Mannheim hat keine untere Straße, Mannheim hat kein zusammenhängendes Gebiet mit so vielen Kneipen. Und der Nachtbürgermeister von Mannheim, der hat inzwischen 90% seiner Arbeitszeit nur damit zu tun, irgendwelche Konflikte zwischen Anwohnern und Wirten zu regeln. Das ist
aus Sicht der Stadt keine Lösung. Über die Streetworker kann ich ja sehr gerne reden. Wenn der Gemeinderat mir genügend Geld gibt, dann stelle ich von mir aus auch 10 Leute an, die die ganze Nacht durch die Altstadt gehen und die Leute dazu ermahnen, ruhig zu sein. Das ist ja nicht das Problem, sondern ein finanzielles Problem, für das der Gemeinderat Geld zur Verfügung stellen muss. Die Frage, die der Herr da hinten hatte, dass wir ein autonomes Zentrum brauchen, damit die Leute noch nachts absacken können. Da brauchen die gar nicht zum Karlsruher Bahnhof gehen, da brauchen die nur über den Bismarckplatz nach Bergheim zu gehen, weil nämlich in Bergheim es viele gastronomische Betriebe gibt, weil ja dort eben nicht diese Sperrzeiten gelten, die bis 3 und 5 aufhaben und wo wir zum Beispiel überhaupt keine Lärmbeschwerden haben. Also es ist ja nicht so, dass jetzt hier in Heidelberg das Nachtleben zusammenbricht, wenn in der Altstadt Sperrzeiten festgelegt werden, sondern es wird natürlich eine Verlagerung geben und die gibt es auch jetzt schon. Aber von mir aus können wir gerne als Stadt uns darüber unterhalten, was mit der Nachnutzung des Karlsruher Bahnhofs passieren soll. Da bin ich für Vorschläge offen. Aber wir befinden uns im Augenblick in einer Situation, wo wir uns vor Gericht mit der Frage auseinandersetzen, welche Sperrzeiten wird es geben. Es wird welche geben. Ich glaube nach wie vor nicht, dass die Klientel, mit der wir uns unterhalten, und der Eindruck, den Sie haben, ist richtig, der deckt sich auch mit dem KOD, die Probleme entstehen am Ende der Sperrzeit. So ist das Gericht ja auch zu seinen Zeiten gekommen. Das, Sie haben gesagt, ja gar, aber Herr Eriksson, Sie haben ja gesagt, Sie hatten ja gerade einen Kompromiss vorgeschlagen. Sie wollen sich ja nicht an das Urteil des, also Sie schlagen ja werden dem Gemeinderat vorschlagen. 1 und 3, das ist die Verwaltung seit 5 Jahren vorschlägt. Das heißt, Sie wollen in Berufung gehen mit dem Ziel, 1 und 3 durchzusetzen. Ja. Ich habe mich auch mit Verwaltungsrechtlern mehreren unterhalten. Leider war heute keiner bereit, hier Rede und Antwort zu stellen, weil die Antwort, die sie gegeben hätten, manchen vielleicht nicht gefallen hätten. Und zwar hatten die gesagt, sie würden ihren Mandanten, wenn es die Wirte wären, auf jeden Fall raten, in Berufung zu gehen, aber sie fürchten, dass die Sperrzeiten gerade am Wochenende noch strenger werden. So, und deswegen, wenn Sie jetzt mit dem Ziel 1 und 3 in den Gemeinderat gehen, dann müssen Sie doch noch zusätzliche flankierende Maßnahmen vorsehen, damit es überhaupt eine Chance auf Erfolg hat. Ohne das wird es dann nicht gehen. Also. Und deswegen jetzt mal eine Frage, was könnten Sie sich zum Beispiel vorstellen, dem Gemeinderat vorzuschlagen? Wo wäre da Ihr gangbarer Weg? Wir haben gehört, Streetworker funktionieren in Passau offenbar ganz gut. Da verlasse ich mich. Also das Beispiel aus München ist ja nun völlig an den Haaren herbeigezogen. Da geht es um den Gärtnerplatz. Am Gärtnerplatz, vor dem Gärtnerplatztheater, hat sich eine hippe Szene gebildet, die sich dort abends trifft, die dort abends Party macht. Da geht die umliegenden Kneipen, haben übrigens überhaupt nichts davon, weil die Leute nämlich Selbstversorger sind. Und da hat die Stadt München in der Tat 2 Streetworker eingesetzt, die sozusagen zu diesen Menschen hingehen und sie mit originellen Maßnahmen dazu anhalten, sozusagen sich etwas ruhig zu verhalten. Wir haben hier in Heidelberg mit einer Klientel zu tun, die in der Mehrzahl stark angetrunken sind. Und da haben wir nach wie vor unsere Zweifel, ob da die klassische Streetwork funktionieren kann. Aber ich bin der Letzte, der sich dagegen wehrt, wenn der Gemeinderat mir die Mittel zur Verfügung gestellt, dieses Modell auch auszuprobieren. Und natürlich werden wir, wenn wir in Berufung zu dem Gericht gehen, natürlich in der Begründung der Berufung dem Gericht sagen, und das ist zum Beispiel unser Vorschlag zu sagen, 1 und 3 ist ein gangbarer Weg. Wir können uns auch flankierende Maßnahmen dazu vorstellen, aber letztendlich werden wir das Grundproblem nicht lösen, dass wir es mit einer Klientel zu tun haben, die sehr stark angesprungen ist, die nicht ansprechbar ist. Das sagen die Kollegen des KOD immer wieder, dass die ab einer gewissen Alkoholpegel nicht mehr ansprechbar sind, dass sie sogar sehr aggressiv sind. Der KOD selber muss sich oftmals polizeilicher Hilfe versichern, um eine bestimmte Klientel auch in den Griff zu bekommen. Wir sollten nicht so tun, als ob man mit einem vorsichtigen Psst oder komm, halte ich mal ein bisschen zurück. Das mag bei dem einen oder anderen funktionieren, aber bei der Masse der Leute, die nach Ende der Sperrzeit oder während der Sperrzeiten auf die Straße kommen und stark angetrunken sind, werden solche Instrumente nicht helfen. Kommen Sie doch mal Samstagnacht okay. Vorbei, dann sehen Sie, dass das wirkt. Das hilft auch. Gut. Wir machen mal vielleicht auch die Runde. Herr Egerding-Krüger, was würden Sie denn für... Also zunächst mal finde ich, Herr Eriksson, Sie machen es sich... Sie machen es sich, glaube ich, ein bisschen zu einfach, indem Sie sagen, wir bewegen uns in einem rechtlichen Rahmen
Und es gibt den Gemeinderat, der da Rahmen vorgibt. Sie haben als Verwaltung eine beratende Aufgabe, eine beratende Funktion. Das haben Sie in der Vergangenheit immer wieder versucht und der Gemeinderat hat gegen Ihr Votum entschieden. Das ist Ihnen sicherlich wie eine bittere Pille runtergegangen, vermute ich mal. Nichtsdestotrotz würde ich Sie bitten, würden wir von Linda Sie bitten, diese Beratungsaufgabe und Beratungsfunktion zu intensivieren, um zu einem nachvollziehbaren, nachhaltigen Entscheidung zu kommen. In die Berufung zu gehen mit der Maßgabe 1 und 3 plus flankierende Maßnahmen löst bei unserer Bürgerinitiative möglicherweise den Impuls aus, ja, das haben wir schon oft gemacht. Wir haben schon oft runde Tische gemacht, da wurden flankierende Maßnahmen beschlossen. Wo sind sie denn? Wie wurden sie denn umgesetzt? Ich möchte ungern aus dieser heutigen Diskussion herausgehen mit dem Ziel einer weiteren Arbeitsgruppe und eines runden Tisches. Mit Verlaub, die Stadt steht voller runder Tische, man kommt kaum noch durch, aber es passiert zu wenig. Das, was dort beschlossen wird, wird aus unserer Sicht nicht konsequent genug umgesetzt. Sie haben vorhin den 58-Punkte-Plan zitiert, Herr Wilson. Ich habe ihn mir im Vorfeld angeschaut. Da gibt es noch viele Bereiche, die sind gelb oder grün markiert, das heißt noch zu erfüllen oder sind schon in Arbeit. Und wenn ich mich frage, was ist denn seit 2014 tatsächlich passiert, da habe ich ein großes Problem. Ich als Anwohner stelle fest, und das kommt in unserer Bürgerinitiative immer wieder an, wir stellen fest, dass Heidelberg zunehmend in Gefahr gerät, ich versuche es möglichst vorsichtig zu formulieren, eine Stadt der rechtsfreien Zonen zu werden. Das hat was damit, da brauchen Sie, schauen Sie sich doch einfach mal einem ganz normalen Werksack den Universitätsplatz an. Wir alle wissen, dass die Einfahrt dort strikt verboten ist, ein absolutes Park- und Halteverbot. Zählen Sie mal die Autos, die dort stehen. Was passiert? Nichts passiert. Schauen Sie mal, schauen Sie mal. Ich würde auch sagen, Herr Egerbrüger, ich verstehe, dass es viele, viele Ärgernisse vielleicht auch die Frage ist, die Stadt hat eine fürsorgliche Funktion und die Stadt hat die Aufgabe, die Maßgaben, die gesetzlichen Maßgaben wahrzunehmen und auch einzufordern. Okay. Frau Danensen, haben Sie irgendwelche noch Ideen? Ich denke, Sperrzeiten sind vielleicht ein Weg, um ein Teil des Problems Herr zu werden, aber vielleicht auch nicht der Weisheit letzten Schluss. Also ich meine, man kann ja vielleicht durchaus, Heidelberg ist eine kreative Stadt, gibt es nicht kreativere Möglichkeiten, um mit dem Thema umzugehen? Jetzt haben wir ja den Druck, also was ich sagen will, also wir haben ja insofern eine neue Situation, wir haben ein bestehendes Urteil eines Verwaltungsgerichts, wir haben ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs, was dem zuvor gegangen ist. Das heißt, jetzt kann man nicht mehr sagen, okay, ich mache hier eine flankierende Maßnahme und setze nicht um, weil sonst geht es wieder schief. Ich habe das Glück, dass ich nicht nur mit Gleichaltrigen, sondern mit sehr vielen jungen Leuten und auch Studenten zu tun habe. Und da muss ich erst mal sagen, das scheint hier so zu sein, die Kneipen und die Studenten zusammen gegen die Anwohner oder hin oder her. Es gibt wahnsinnig viele Studenten in dieser Stadt, die einfach studieren, die einfach trotz Bachelor, und früher war das freier, aber das Ergebnis war trotzdem wichtig, was man für ein Staatsexamen oder sonst was hat, die einfach studiert haben und die überhaupt nicht verstehen würden, nämlich all die, die hier nicht sitzen, über was wir reden. Weil die Leute nämlich schlicht studieren, auch mal feiern, aber keineswegs in der Woche draußen bis 2, 3, 4, 5 rumlungern wollen. Also die gibt es auch und das sind ganz viele. Das muss man auch mal sagen. Und Leute, die in der Woche mehrfach unterwegs sind in der Form, die müssen erstmal das Geld dazu haben und außerdem Verstand, dann noch das Studium zu schaffen. Das möchte ich mal sagen. Es gibt sehr viele Studenten, für die das hier kein Problem ist. Zweite Anmerkung ist, von wie vielen Kneipen reden wir? Ich habe mir die Zahlen nochmal rausgeholt, ich habe ja sehr viel dazu im Stadtblatt damals geschrieben, die Stadtblattzahlen, die ich hatte von 2006, da waren es 207 Kneipen in dieser Altstadt mit Alkoholkonzession. Alle, die hier wohnen, wissen, dass die seitdem zugenommen haben. Ich sehe aber bei der Stadt irgendwelche Zahlen von 160 rum, wo ich mich frage, wo die eigentlich 45 oder 50 geblieben sind, weil ich sehe immer nur, dass welche sogar in den ersten Stock wieder zugelassen werden, sodass das mir unklar ist. Und damals war es so, und das ist heute immer noch, die Kneipen, die uns den Schlaf rauben, und uns geht's, das Pinkeln kann man noch wegmachen, aber wenn man nachts mehrfach in der Woche gestört wird im Schlaf, ist das wirklich
wahnsinnig störend und man wird wirklich krank. Es das hatten wir ja jetzt schon. Ja, ich meine, das sind Leute jetzt wirklich eigentlich. Aber Kneipen, können Sie sich überhaupt irgendwelche. Ich wollte meinen Satz zu Ende sagen. Die Kneipen, von denen wir reden, sind 1-3%. Wenn ich diese Zahl zugrunde lege, die ich von der Stadt damals hatte, von mehr reden wir gar nicht. Wir haben damals, als wir Linda gegründet haben, haben alle Hotels in der Altstadt unterschrieben und unseren Plan, den wir hatten, unseren 19-Punkte-Plan, mit unterschrieben. Alle Hotels waren unserer Meinung. Also es ist nicht so, dass wir hier irgendwie so ein paar Spießer, die irgendwo in den Wald ziehen sollen, weil sie ihre Ruhe haben wollen. Davon reden wir nicht. Es waren auch die Gastronomiebetriebe, Frau von Görz, und nicht so. Ja? Das wollte ich Ihnen nur mal sagen und nur mal in Erinnerung rufen. Und was noch ist, ich muss Ihnen sagen, ich glaube, dass mein Beruf ist eigentlich ein Kreativer, mir fällt eigentlich viel ein. Aber wir diskutieren wirklich seit 20 Jahren. Ich bin seit Anfang an hier dabei. Wir haben alles Mögliche überlegt und gewirkt hat es eben, so wie Sie schon gesagt haben, sehr wenig. Auch obwohl die Wirte sich bemühen, obwohl sie Türsteher haben, trotz allem sind wir an dem Punkt, den wir jetzt haben. Und mir fällt im Augenblick nicht mehr richtig viel ein. Und ich muss auch die Stadt ein bisschen in Schutz nehmen. Also die Stadt hat sich schon bemüht. Ich erinnere mich, wir haben am Anfang übrigens damals von der SPD vorgeschlagen, Ordnungspersonal 6 wurde abgelehnt vom Gemeinderat. Dann haben wir mit dem Oberbürgermeister wieder geredet, hat der Oberbürgermeister selber diesen Vorschlag gemacht. Es ging um 6 am Anfang. Als er selber den Vorschlag gemacht hat, haben wir anderen zugestimmt. Mit 6 hat es angefangen. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 24, haben Sie gesagt. Also es ist nicht so, und das kostet alles richtig Geld. Ja, und da zahlen viele aus Steuergeldern, die überhaupt nicht von diesen Problemen betroffen sind. Und die Stadt hat natürlich ein Interesse dran oder die Aufgabe, mit diesen Steuergeldern ordentlich umzugehen. Und das ist ja nur ein Punkt. Es ist nicht so, dass die Stadt nichts gemacht hat. Nein, darum geht es auch gar nicht. Also Frau Werner-Jensen, Entschuldigung, habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Sie sehen eigentlich gerade keinen Handlungsbedarf oder keine Möglichkeit, alternative, flankierende Maßnahmen ins Leben zu rufen, weil alles bisher gescheitert ist. Also, und Sie wollen jetzt auf das Urteil ankommen lassen. Handlungsbedarf sehe ich sehr wohl. Da haben Sie mich falsch verstanden. Ja, ich sehe Sie sehr viel Handlungsbedarf. Aber als allererstes mal das Urteil. Also wir haben es jetzt so weit betrieben und das sind ja nicht nur 31 Leute, hinter denen stehen ja sehr viele tausend Leute in dieser Altstadt, die das mittragen und weil sie betroffen sind. Das sind ja nicht 31 einzelne Leute, von denen 4 Leute jetzt Recht bekommen haben vom Juristischen, sondern im Augenblick warten wir erstmal ab, was jetzt das Gericht sagt und dann sehen wir weiter. Okay, gut. Ich würde mal ganz gerne jetzt mal wieder hier auf diese Seite gehen. Sie sind in der letzten Zeit ein bisschen zu kurz gekommen, tut mir leid. Frau von Götz, was könnten Sie denn jetzt sich vorstellen, wie die Wirte sich vielleicht auch einbringen können, um ein bisschen diesem Problem Rechnung zu tragen, um irgendwie ihren Beitrag zu leisten, dass es ein bisschen noch ruhiger wird? Ich weiß, wir hatten es ja schon, Sie haben ja schon auch einiges umgesetzt, aber haben Sie auch noch eine Idee, wie man irgendwie doch wieder zusammenfinden kann? Also wir müssen ja eben alle immer wieder feststellen, wir reden über den öffentlichen Raum, unsere Betriebe sind selbstverständlich bereit, mit jeder Lösung, die da probiert wird, mitzugehen und auch mit denen, wenn sie Kontaktpersonen, Streetworker, wen auch immer einsetzen, in der Altstadt mit denen zusammenzuarbeiten. Bislang ist aber die Zusammenarbeit mit dem KOD nach meiner Wahrnehmung nicht so eine richtige Zusammenarbeit zwischen Gastronomie und dem Kommunalen Ordnungsdienst. Da kann man sicherlich noch vieles verbessern. Ich glaube, wir sind nicht in einer Situation, wie wir sagen können, wir lassen irgendwas unversucht, weil wir von vornherein davon ausgehen, dass das sowieso nicht funktioniert. Damit kann man im Prinzip jede Idee wegbügeln, indem man sagt, ich glaube nicht daran. Ich glaube, diese Phase müssen wir hinter uns lassen, sondern wir müssen jetzt sagen, wir probieren es aus. Wenn wir feststellen, wir müssen es kontrollieren, wenn wir feststellen, es bringt nichts, okay, machen wir es nicht weiter. Aber wir sind doch nicht in der Situation, wo wir sagen, wir machen mal nichts, dann ändert sich auf jeden Fall nichts, dann ändert sich nur die Sperrzeit. Das ist zu wenig, das passt auch nicht zu Heidelberg. Ich glaube, wir haben hier viel Potenzial, wir haben viele Ideen. Wir müssen einfach mal probieren umzusetzen und dann ist es vielleicht eine Vielzahl von einzelnen Maßnahmen, die uns zu einer gewissen Beruhigung hilft. Ich bin mit Ihnen einer Meinung, wir haben längst nicht das Potenzial ausgeschöpft und auch wir hätten uns da an der einen oder anderen Stelle mehr gewünscht. Ich will noch einen Satz sagen zu meinem Rechtsverständnis. Es ist so, dass wir zu einer anderen Sperrzeit als 0 und 2.30 Uhr
nicht kommen können, wenn die Berufung nicht quasi der erste Schritt ist. Nur die ermöglicht einen Kompromiss, der davon abweicht. So ist mein Rechtsverständnis. Deshalb nehme ich auch an, ist die Position von Herrn Eriksson sozusagen, wir gehen in die Berufung, gucken dann, ob wir uns mit flankierenden Maßnahmen auf eine Sperrzeit vielleicht einigen können, mit der alle leben können. Und könnten Sie eine kleine Nachfrage mit 1 und 3 leben? Ich kann das hier noch nicht abschließend für alle sagen. Es ist auf jeden Fall besser als 0 und 2.30 Uhr. Okay. Herr Wilson? Ja, ich denke, wir müssen, wenn es gut geht, mit 1 und 3 leben. Ich will auch klarstellen, dass wir als Gastronomen, also ich denke, ich kann für einen Großteil sprechen, sicherlich nicht alles bis zum Ultimo ausreizen wollen. Wenn es nach uns gehen würde, wären wir auch zufrieden, wenn die Gäste früh in die Stadt kommen und dann um 2 oder 3 sagen, für uns ist in Ordnung, wir gehen alle nach Hause. Das Ausgehverhalten hat sich verändert und wir hoffen alle, dass es sich wieder in eine andere Richtung entwickelt, dass die Gäste früher in die Stadt kommen, dass die Gäste früher in unsere Läden kommen, mit uns gemeinsam einen schönen Abend verbringen und das nicht bis zum Ultimo ausreizen müssen. Ja? Uns hat es selbst auch gewundert, wie die Entscheidung zustande kam jetzt. Da musste natürlich auch anderen Personen oder Gruppen Rechnung getragen werden, was der Gemeinderat damals entschieden hat. Da wurde eben auch auf die Studenten zugegangen und geschaut, was ein Großteil der Bevölkerung vielleicht wünscht. Ich persönlich war überrascht, weil wenn ich mir den VGH angehört habe oder beziehungsweise geschaut habe, was das Urteil ausformuliert hat, dann war da eigentlich zwischen den Zeilen 1 und 3 zu lesen. Und das hat man in meinen Augen auch versäumt, irgendwo dort das schon früher irgendwo dem Rechnung zu tragen, dann würden wir jetzt vielleicht nicht hier sitzen. Ja? Es kann aber eigentlich nur funktionieren, wenn wirklich von allen Seiten versucht wird, dem Ganzen noch Rechnung zu tragen, zu sagen, wir versuchen jetzt einfach das Bestmögliche und diese Situation irgendwo zu befrieden und weiterhin an konstruktiven Ansätzen zu arbeiten. Wäre es zum Beispiel auch ein gangbarer Weg, zum Beispiel, dass die Wirte sich mehr einbringen können tatsächlich. Ich denke mal, es sind auch Selbstverpflichtungserklärungen gescheitert. Es gibt tatsächlich auch immer noch, man mag es mir nachsehen, es gibt tatsächlich immer noch Billigangebote, wo ich mich nicht wundern muss, wenn ich dann ein dementsprechendes Klientel unter Umständen auch anziehe, was dann mal über die Stränge schlägt. Also ich kann Ihnen sagen, wir könnten das Zeug verschenken und es wird keiner früher momentan in die Stadt kommen. Ja? Also wenn Sie auf diese konkreten Angebote angehen, die gelten bis zu einer gewissen Uhrzeit, um eben dafür Sorge zu tragen, dass Leute früher in die Stadt kommen. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn Sie jetzt, wir haben auch Bierverträge zu erfüllen, müssen gucken, dass wir einen gewissen Absatz an Bier gewährleisten. Und wenn wir jetzt ein 0,2er Bier, meinetwegen, für 1 Euro verkaufen, Sie sich aber ein 0,5er Bier im Einzelhandel für 44 Cent kaufen können, dann ist es immer noch günstiger als bei uns. Und so denkt nun mal dann der sich günstig seinen Alkohol holen will. Ja? Nichtsdestotrotz ist es ein Wettbewerb. Wir müssen schauen, wie wir Leute früher in die Stadt bekommen. Es ist ja nicht so, dass wir die Leute dann abfüllen, aber das, was sie bei uns trinken, haben wir selbst in der Hand. Und dort können wir auch dann Sorge dafür tragen, dass es nicht über die Maßen geschieht. Wenn jemand aber hochalkoholisiert schon in der Stadt ankommt, dann wird er uns per Definition trotzdem als Gast zugerechnet, ob wir ihn drin haben wollen oder nicht. Der kommt in die Stadt, will Einlass in irgendeiner Kneipe haben, wir sagen, tut uns leid, bist du betrunken, kommst nicht rein. Per Definition wird er uns aber trotzdem zugeordnet. Da sind uns irgendwo auch die Hände gebunden. Gut, aber trotzdem, inwieweit könnten sich die Wirte doch einbringen? Zum Beispiel könnten sie sagen, für eine gewisse Zeitraum machen wir mal einen Testballon und finanzieren Streetworker. Studentische Minijobs. Wir hatten damals schon gesagt, dass wir uns auch beteiligen würden an einem privaten Sicherheitsdienst oder in irgendeiner Form mit einbringen würden. Ja? Von meiner Seite gerne. Ich bin auch der Meinung gewesen, dass gerade was den KOD anging, aber da wurde mir von Seiten der Verwaltung auch gesagt, dass es nicht vom Innenministerium nicht gewollt ist, dass man zum Beispiel am Wochenende dem KOD einen privaten Sicherheitsdienst an die Seite stellt. Dann kann man den KOD personentechnisch runterfahren und zahlt die Leute, die flankierend mitlaufen, einfach nur zur Unterstützung. Die haben keine Hoheitsgewalt, aber sie sind unterstützend mit dabei und stellen den Rahmen.
und kosten mich aber nur dann Geld, wenn ich sie brauche. Da muss ich mich nicht an Urlaubszeiten, an Krankheitstage halten, sondern ich sage konkret, ich brauche heute Abend von 23 Uhr bis um 4 Uhr jemanden, stellt mir meinetwegen 10 Leute zur Verfügung. In Leimen wird zum Beispiel der KOD von einem privaten Sicherheitsdienst gestellt. Warum kann man nicht in Heidelberg zum Beispiel auch sagen, wenn man eben die Leute nur unterstützen will und die Sicherheit gewährleisten will vom Personal, dass man sagt, man kann diesen Weg versuchen. Man stellt ihnen jemanden an die Seite, dann können die, die beim KOD noch tätig sein müssen, in anderen Stadtteilen trotzdem noch ihrem Job nachkommen. Man fährt aber personentechnisch runter und holt sich die Leute als Sicherheitskräfte nur dazu, wenn man sie braucht. Ja, das denken wir ja, wieso? Das wäre ja nun wirklich ein Armutszeugnis der Stadt, wenn wir jetzt sozusagen jetzt private schwarze Sheriffs durch die untere Straße laufen lassen. Das kann doch nicht die Lösung sein. Ich möchte auch noch was, also mein Rechtsverständnis von Heidelberg ist nicht die, dass ich einen privaten Sicherheitsdienst nachts durch die Altstadt laufen lasse. Das müssen wir schon mit unseren eigenen Mitteln versuchen zu lösen. Und ich will auch noch mal auf das Grundproblem hinweisen, weil ich hier aufgefordert bin, die Stadt soll ihre beratende Funktion wahrnehmen. Ich bin in dieser Verantwortung seit 2007 und ich habe mal durch mein Sekretariat heute ausrechnen lassen, wie viel Zeit ich alleine nur mit dem Thema Sperrzeit verbracht habe. 15% meiner gesamten Arbeitszeit und ich habe ein großes Dezernat zu leiten. Wir haben alles durchgehabt. Wir hatten runde Tische, Sie haben völlig recht. Wir haben Programme gemacht, wir haben miteinander geredet, wir haben miteinander gerungen, wir haben uns beschimpft, wir haben alles Mögliche getan. Letztendlich sind wir vor Gericht gelandet, was natürlich immer die schlechteste Lösung ist, wenn eine Stadtgesellschaft nicht in der Lage ist, ihr Problem selbst zu lösen, sondern wenn wir es durch Gerichte lösen lassen müssen. Das finde ich persönlich ein Armutszeugnis und es ist für mich auch nicht die Lösung. Deswegen teile ich die Auffassung zu sagen, wir müssen in die Berufung gehen. Aber Sie müssen bitte auch verstehen, wenn man dem Gemeinderat 5-mal vorschlägt, 1 und 3, lass uns die Situation befrieden, damit können wir alle leben. Und der Gemeinderat lässt sie 5-mal gegen die Faust laufen als Verwaltung. Dann frage ich mich wirklich, was soll ich denn dann noch machen in meiner Beratungsfunktion? Jetzt versuchen wir es ein 6. Mal. Vielleicht funktioniert es ja jetzt. Aber ich bin mir der festen Überzeugung, hätten wir beim ersten Rechtsstreit vor 5 Jahren uns gemeinsam auf diese 1 und 3 verständigt und die waren damals Konsens, sowohl zwischen den Anwohnern als auch zwischen den Wirten. Das ist daran gescheitert, dass in einer Nacht- und Nebelaktion dann plötzlich einzelne Gemeinderäte meinten, sie müssten diesen studentischen Donnerstag einführen, der ja sogar noch über die Landesregelung hinausging. Hätten wir damals das, was wir schon ausgehandelt hätten, gemacht, würden wir heute nicht dastehen, wo wir jetzt sind. Und deswegen ist mein Versuch, ich werde weiter für 1 und 3 kämpfen. Ich werde weiter dafür kämpfen, dass der KOD seinen Job machen kann. Ich werde mich auch nicht dagegen wehren, flankierende Maßnahmen im Sinne von Streetwork oder Aktionen zu machen. Wir wissen, der Pascal Baumgarten hat mal hier mit seiner Metropol-Link-Truppe so eine Aktion in der Altstadt ja mal gestartet für einige Zeit, wo die Leute durch die Stadt gelaufen sind und die Leute zum angeregt haben. Also da bin ich völlig offen, solche Aktionen auch wieder zu machen. Aber das Entscheidende ist jetzt meiner Meinung nach, dass wir nach diesem Urteil alle gelernt haben, es ist jetzt 11:55 und wir müssen jetzt sehr, sehr schnell, am 17. Oktober muss der Gemeinderat meiner Meinung nach in die Berufung gehen, weil ich finde, 0 Uhr ist für eine Stadt wie Heidelberg nicht zuträglich. Wir haben Außenbewirtschaftung bis 0 Uhr und ich finde, da kann man auch bis 1 Uhr sein. Und ich finde, 3 Uhr am Wochenende ist ein Kompromiss, der den Anwohnern nicht gefällt und den Wirten nicht gefällt und deswegen ist es ein guter Kompromiss. Okay, das wäre jetzt schon fast ein schönes Schlusswort. Aber fast. Herr Wilson, Ihr Bemühen in allen Ehren, die Leute früh in die Stadt zu holen, das finde ich, denke, wäre eine gute Idee. Dieses Bemühen ist ja die Frage nach dem Huhn und dem Ei. Was war zuerst? Die langen Sperrzeiten, also die langen Öffnungszeiten haben dafür gesorgt, dass die Leute ihr Auslieferverhalten geändert haben. Und die kurzen Sperrzeiten könnten vielleicht dazu führen, dass die Leute früh in die Stadt kommen. Die lösen aber nicht das Problem der völlig alkoholisierten Menschen, die von außen kommen und eigentlich nur ein einziges Ziel haben, sich nämlich in Heidelberg die Kante zu geben. Herr Erichsen, das ist mit Verlaub
ein bisschen schwierig. Sie haben einen konkreten Vorschlag von Herrn Wilson gehört. Er hat Ihnen beschrieben, wie es in Leim funktioniert mit dem privaten Ordnungsdienst. Ihre Entgegnung heißt, das korrespondiert nicht mit meinem Rechtsverständnis. Das finde ich eine schwierige Argumentation, weil hier gibt es konkrete Vorschläge, die offensichtlich woanders funktionieren. Und Ihr Rechtsverständnis in allen Ehren, das führt uns letztendlich nicht weiter, wenn Sie andererseits sagen, wir brauchen kreative Lösungen. Da, glaube ich, müssen wir miteinander auch über das Rechtsverständnis reden und nachdenken, aber nicht am runden Tisch. Dankeschön. Bei den kreativen Lösungen, Sie dürfen gleich... Der Sicherheitsdienst hat keinerlei hoheitlichen Rechte. Selbst der kommunale Ordnungsdienst kann den sozusagen nur die Personalien feststellen und muss aber dann sozusagen die Polizei holen. Und ich sage noch einmal, ich möchte nicht in einer Stadt leben, in der nachts in der Kneipenszene schwarze, privat von den Kneipen finanzierte Sheriffs rumlaufen. Tut mir leid. Aber egal, welche flankierten Maßnahmen der Gemeinderat dieses Mal vielleicht noch mit beschließen wird, werden Sie sie dieses Mal umsetzen, weil wir haben es ja vorhin auch schon gehört, es wurde nicht alles umgesetzt. Der Gemeinderat beschlossen, es soll einen Lärmbeauftragten geben, nicht umgesetzt. Es wurde beantragt, dass Moonliner-Displays in den Kneipen hängen, damit die Gäste sehen können, wann sie dann zu den Haltestellen gehen müssen, damit sie sich weniger in dem öffentlichen Raum aufhalten. Was hatten wir noch? Habe ich was vergessen? Genau, es wurde Sicherheitspersonal an den Moonliner-Haltestellen beschlossen. All das hat der Gemeinderat bereits beschlossen, warum haben wir das eigentlich nicht umgesetzt? Also dann lese ich Ihnen mal vor, was dazu im Urteil steht. Die Einrichtung von Verantwortungszonen im Umkreis von 20 Metern um die Gaststätten, wo die Betriebe mit eigenem Personal für Ruhe sorgen sollen, hat sich als nicht durchführbar erwiesen, da den Gastwirten in diesem Bereich die Kompetenz führt, maßregelnd einzugreifen. Gleiches gilt für die geplante Bereitstellung von RNV-Sicherheitspersonal an den Moonliner-Haltestellen, da dieses nur innerhalb der Fahrzeuge befugt ist, den Fahrgästen Anweisungen zu erteilen. Gegen die Eignung der Bereitstellung von kommunalem Sicherheitspersonal an den Moonliner-Stellen bestehen dieselben Bedenken, die im Zusammenhang mit der Aufstockung des kommunalen Ordnungsdienstes dargelegt wurden. Dass die Bereitstellung von Bildschirmen in Lokalen und Bars, welche die Abfahrtszeiten der Moonliner einzeigen, zu einer erheblichen Lärmreduzierung führen wird, ist nicht zu erwarten, weil sich bereits derzeit nahezu jeder interessierte Gaststättenbewohner über sein Smartphone problemlos über die Abfahrtszeiten informieren kann. Da diese beklagte, nicht mit der unerheblichen Kosten verbundene Maßnahme soweit ersichtlich auch nicht vorangetrieben wird, ist davon auszugehen, dass sie zu der gleichen Einschätzung gelangt ist. Die Zentralisierung der Moonliner-Abfahrten am Universitätsplatz hat lediglich eine Verlagerung der Lärmproblematik innerhalb der Kernaltstadtfolge, ist aber nicht geeignet, zu den erforderlichen deutlichen Reduzierungen der Lärmbelästigung zu führen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das wurde aber tatsächlich nicht versucht. Also aus meiner Sicht ist das... Wir haben gesagt, warum es nicht funktioniert. Wir haben unsere Argumente, warum wir es nicht umgesetzt haben, gewürdigt und haben rechtlich gesagt, die Stadt hat richtig gehandelt, weil es nicht umsetzbar ist. Das ist die Auffassung eines Gerichts und offensichtlich auch Ihre. Ich würde mir sehr wünschen, dass ich nicht in einer Stadt arbeite, in der es immer nur heißt, was nicht geht. Ich würde mir wünschen, dass ich in einer Stadt arbeite, in der man sich fragt, wie kriegen wir das hin? Also, da muss ich auch... Frau von Gerz, da muss ich Ihnen aber jetzt trotzdem mal widersprechen, nicht zu dem Thema, in einer Stadt leben, wo nichts funktioniert, wollen Sie nicht. So ist es nicht. Also Sie leben Gott sei Dank in einer gesagt, Stadt. Dass ich in einer Stadt leben oder dass wir in einer Stadt sind, in der nichts funktioniert. Das legen Sie mir in den Mund. Ich habe gesagt, ich möchte nicht in einer Stadt leben, in der es immer nur heißt, was alles nicht geht. Genau, und das ist falsch, denn in so einer Stadt leben Sie auch nicht, weil wir nämlich damals sehr viel Gedanken uns gemacht haben, auch über die Möglichkeiten, den Wirten entgegenzugehen und vom Gemeinderat damals auch in der Zeit bis 2014, wo ich ja dabei war, sehr viel umgesetzt ist. Da muss ich nun wirklich Herrn Erichsson auch mal unterstützen. Es ist nicht so, dass das alles nicht versucht worden ist und die Stadt hat auch nicht gesagt, dass das alles nicht geht. Wir diskutieren 20 Jahre. Ich wollte nur einen letzten Punkt noch anmerken, der noch nicht weitreichend oder noch nicht angesprochen ist. Wir haben hier Fridays for Future, wir haben Klimawandel, wir haben manchmal Themen jetzt, die wichtig sind, die richtig groß
auch in der Welt greifen. Das Thema Alkohol, auch in Deutschland, völlig unabhängig davon, dass ich gerne schlafen möchte und die Wirte auch ihr Geld verdienen. Aber der Gesundheits-, der Schaden, die Zahl von Süchtigen, von Kindern, die nicht nur spielsüchtig sind und alles, ist so schlimm, dass man natürlich auch überlegen könnte, durch Einsicht, ja, lernen also, durch Einsicht. Frau Rammer, jetzt bitte bleiben Sie da, beim Thema. Ja, bei dem Thema möchte ich bleiben. Hast du eine halbe Stunde drüber? Ja, bei dem Thema möchte ich noch etwas sagen, sodass ich denke, auch das müsste man mit einbringen in die Köpfe und in die Politik, was Alkohol bewirkt und wie katastrophale Folgen es oft auch hat. Denn das sehen wir ja. Und auch dagegen könnte man, auch damit könnte man argumentieren, dass einfach weniger getrunken wird. Sie können ja was anderes ausscheiden. Sie sollen ja ihren Verdienst haben. Wir wollen sie ja nicht kaputt machen. Ich glaube, so langsam kommen wir leider nicht mehr weiter. Ich hoffe, es gibt noch viele kreative Lösungsvorschläge. Wenn Sie noch irgendwelche Lösungsvorschläge haben, was man tun kann, dass man sich vielleicht auf eine gemeinsame Vision Altstadt, des Nachtlebens in der Altstadt einigen könnte, schreiben Sie uns, melden Sie sich bei uns und ich bitte Sie, bevor Sie gehen, bleiben Sie noch ein bisschen da, diskutieren Sie miteinander oder mit uns auch gerne noch weiter an der Bar. Der Karlsruher Bahnhof hat auch eine wunderbare Bar mit einer hervorragenden Getränkeauswahl und vor allem bleiben Sie auch noch ein bisschen da, weil meine Kollegen Philipp Neumeier und ich weiß nicht, wer sammelt jetzt Stimmen? Sophie, wo ist die Sophie? Ja, Sophie Krischer möchte noch ein paar Stimmen einsammeln, wie Sie die Probleme in der Altstadt wahrnehmen. Damit war auch das schön. Also vielen Dank für Ihr Kommen. Es ist leider der tolle Lösungsvorschlag noch nicht wiedergekommen, aber wir haben schon mal die Nachricht mitgenommen. 1 und 3 wird vorgeschlagen und das wird wohl nur mit flankierenden Maßnahmen gehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und wenn Sie durch die Altstadt nach Hause gehen, bitte seien Sie leise.